Polizei! Machen Sie schnell! Schnell! Ich bin verletzt, Mann! Man hat mich... Objak! Objak! Hallo? Wer ist dort? Polizei? Nein, ich habe nicht angerufen. Ja, hier ist Madame Robiak. Das ist doch unmöglich. Vielleicht ein dummer Scherz. Aber nein, mein Mann ist nicht hier, er ist in seinem Labor. Das ist das Labor von Monsieur Fougeret. Also wenn Sie mich fragen, da hat sich sicher jemand einen üblen Scherz mit Ihnen erlaubt. Ja, ich frage Sie ja nicht. Oder ist das auch ein Scherz? Scherben. Donnerwetter. Was ist denn da passiert? Haben Sie ein Telefon? Im Zimmer nebenan. Die Tür geht nicht auf, da klemmt irgendwas. Lassen Sie mich mal. Gibt es noch eine andere Tür, durch die man rein kann? Nein, nur die hier. Soll ich mal? Mit Gewalt? Ja, aber seien Sie vorsichtig. Genügt das? Kommen Sie, Sie sind schlanker. Na, was ist? Augenblick, da liegt ein Mann. Das ist Monsieur Robiak. Ist er tot? Bin ich ein Doktor? Ja, bitte, Sack. Madame Robiak? Ja, es ist sehr schön. Er ist noch immer im Schock. Die Verletzung ist hoffentlich nur äußerlich. Und wird es lange dauern? Das lässt sich im Moment noch nicht feststellen. Darf ich ihn sehen? Ja? Bitte, bitte. Aber... Ja, ich weiß. Und genauso hat er gelegen? Ja. Ganz genau. Ausgestreckt, das Telefon war abgenommen. Es sah tatsächlich so aus, als ob er tot wäre. Gut, danke. Um wie viel Uhr war das? Das Überfallkommando hat den Anruf kurz nach 12 registriert. 12:09 genau. Richtig. 12:09. Die Kollegen haben gleich die Adresse rausgesucht, haben bei ihm zu Hause angerufen. Seine Frau hat uns dann hierher geschickt. Es war kurz nach 12:30, als wir hier eintrafen. 5 Minuten nach 12:30, genau. Ja. 12:05 hat uns der Laborwärter geöffnet und da sahen wir die Bescherung. Ich sagte schon zu Inspektor Janot, nach meiner Meinung hat Monsieur Robiak den Dieb überrascht. Der hat ihn niedergeschlagen und ist entflohen. Was denn für ein Dieb? Von Diebstahl höre ich jetzt zum ersten Mal. Tja, das ist die Eigenheit unseres Berufschefs, dass man alles irgendwann zum ersten Mal erfährt. Also Monsieur... Fougeret. Ja, Monsieur Fougeret hat als erster den Diebstahl bemerkt, als er hierher kam, so um 2 Uhr. So, Monsieur Fougeret. Und wer ist das bitte? Der Herr, der im Nebenzimmer wartet. Sie haben ihn gesehen. Ja, ist der Direktor hier. Ich denke, Monsieur Robiak ist der Chef. Monsieur Robiak heißt der Verletzte. Ja, deshalb kann er ja trotzdem der Chef sein. Ja, ist es aber nicht. Monsieur Robiak ist hier der geschäftsführende Direktor. Das Ganze ist hier mehr ein Familienunternehmen. Ja, die beiden Herren sind verschwägert. Monsieur Robiak besorgt das Finanzielle und Monsieur Fougeret leitet die eigentlich pharmazeutische Forschung. Ja, er ist Wissenschaftler. Naja, das habe ich ja alles begriffen. Aber was ist denn eigentlich gestohlen worden? Ein Heft. Ein Heft? Was für ein Heft? Das habe ich mich auch schon gefragt. Es muss ein besonderes Heft sein. Millionen wert. Naja, selbstverständlich. Na gut, ich danke Ihnen. Ja, also, ich möchte den Fall nicht übernehmen, Herr Kommissar. Das brauchen Sie auch nicht. Wir haben ja Gott sei Dank einen großen Stab von Mitarbeitern. Und vor allem habe ich Monsieur Janot. Haben Sie das Personal schon verhört? Den Laborwärter. Er ist im Moment der einzige Zeuge, der etwas auszusagen hat. Er bleibt immer über Mittag hier, um den Laden zu bewachen. Könnten Sie sich etwas genauer ausdrücken? Aber natürlich. Über Mittag, das bedeutet zwischen 12 und 2. Er hat seinen Platz unten an der Tür.
Dann muss der Täter also an ihm vorbeigekommen sein. Ja, müsste er. Ist er aber nicht, sagt der Laborwärter. Wir wollen Sie ihn sehen? Ach, das wäre schön, ja. Ich hole ihn. Herr Kommissar? Ja, bitte. Wenn ich mich nicht täusche, leiten Sie die Untersuchung? Sie täuschen sich nicht, ich leite. Ich bin Mademoiselle Artel, die erste Laborantin. Ich hätte Ihnen etwas zu sagen. Das ist gut, Mademoiselle, aber ich möchte zuerst Monsieur Fougeret sprechen. Ich komme dann sofort zu Ihnen. Wenn Sie meinen, dass das wichtiger ist. Bitte. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier der Chef sind, sonst hätte ich mich gleich mit Ihnen unterhalten. Ja, ich bitte Sie, das ist doch jetzt vollkommen unwichtig. Ich bin fertig. Ich bin vollständig ruiniert. Ja, ja, man hat mir gesagt, der Verlust des Heftes sei für Sie eine Katastrophe. 3 Jahre Arbeit umsonst. Völlig umsonst. Und was den finanziellen Verlust für unser Haus anbelangt, also das wage ich gar nicht nachzurechnen. Ich verstehe immer noch nicht, was stand denn nun eigentlich in dem Heft? Ich habe es doch bereits gesagt. Meine Forschungsergebnisse der letzten 3 Jahre. Ich habe ein thrombolytisches Produkt erfunden, das die Eigenschaft hat, die Gerinnsel aufzulösen, ohne dass sich das Blut verändert. Oder, um es volkstümlich zu sagen, ein Mittel gegen den Herzinfarkt. Endlich. Ein todsicheres Mittel sozusagen. Ja, jetzt brauche ich mindestens 6 Monate, um meine Notizen zu rekonstruieren. 6 Monate! Das ist unser Ruin! Denn Sie können sich denken, dass die Konkurrenz nicht schläft. Wer das Medikament als Erster auf den Weltmarkt bringt, hat gewonnen. Und Sie wären der Erste gewesen. Ja, natürlich, das ist es ja gerade. Sie glauben also, dass irgendein Konkurrent das Heft gestohlen hat? Ja, kann denn ein Fremder überhaupt mit Ihren Notizen arbeiten? Ja, das kommt darauf an. Ein Spezialist schon. Wenn noch eine große Firma dahinter steht, also es handelt sich um ein Millionenobjekt. Ich persönlich bin davon überzeugt, die Amerikaner beispielsweise, die würden ein Vermögen dafür ausgeben, in den Besitz meiner Unterlagen zu kommen. Und verdächtigen Sie irgendjemanden von Ihrem Personal? Es muss ja schließlich nicht der Spezialist selber sein, der das Heft stiehlt. Nein, ich habe keinen Verdacht, sonst hätte ich das Heft ja eingeschlossen. Wo lag es genau? Hier, auf meinem Schreibtisch, als ich zum Essen ging. Und ist nach Ihnen noch jemand hier gewesen? Nein, niemand. Ich verlasse das Labor immer als Letzter. Oh, Verzeihung. Dann komm doch herein. Monsieur? Meine Tochter Claudine. Mademoiselle? Papa, ich habe gehört, was passiert ist. Chef, kommen Sie einen Moment? Ja. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Da ist der Laborwärter. Ah ja, der nichts gesehen hat. Genau. Und dann hat er auch vergessen, mir etwas zu erzählen, oder? Was denn? Also, ich habe keine Schuld. Ich kann eben kaltes Essen nicht vertragen. Na und? Na ja, deswegen bringe ich jeden Morgen mein Essgeschirr zum Wärmen in das Restaurant da drüben. Und jeden Mittag bringt mir es die Kellnerin wieder. Immer pünktlich um 12. Nur heute nicht. Na ja, da bin ich eben selber rübergegangen in das Restaurant. Und da ist er dann auch eine Viertelstunde geblieben. Aber nur eine knappe Viertelstunde. Nur eine knappe Viertelstunde. Und in dieser Zeit konnte jeder hier unbemerkt rein und rausgehen. Ja. Ja, aber das konnte ich doch nicht wissen. Ich bin doch sonst immer... Oh. Hätte ich es nur kalt gegessen. Ja, das wäre besser gewesen. Danke. Bitte rufen Sie die Klinik an. Ich muss wissen, wann wir den Verletzten vernehmen können. Natürlich, Chef. Und wenn Monsieur Robiac seinen Angreifer erkannt hat und uns dann die Adresse gibt, dann können wir morgen in der Zeitung lesen, wie fabelhaft wir wieder... Verzeihung. Ich meine natürlich, wie fabelhaft Sie wieder gearbeitet haben. Chef, ich eile zum Telefon. Sie wollten mich sprechen, Mademoiselle? Ja, wenn Sie jetzt Zeit haben. Aber unter 4 Augen, bitte. Ach so. Bitte werden Sie uns allein lassen, meine Damen. Also erst einmal müssen Sie wissen, dass ich seit 15 Jahren in diesem Hause arbeite. Ich sage das nur, um Ihnen zu zeigen, wie sehr ich an dieser Firma hänge. Na, das will noch nichts besagen, Mademoiselle. Sehen Sie, ich arbeite schon 25 Jahre in meiner Firma und ich... Ja, lassen wir das. Vor etwa 14 Tagen kam ich mit meinem Hund aus dem Labor. Ich wollte nach Hause gehen. Da sprach mich ein Herr an. So? Ja, wirklich ein Herr. Er führte einen Cocker spazieren. Wir sprachen über Hunde. Na, kurz und gut... Er lud mich zu einem Aperitif ein. Bis dahin war alles ganz normal. Ja, so muss man es schon nennen. Aber kaum hatte er etwas zu trinken bestellt, da kam unsere Unterhaltung auf ein falsches Gleis. Ich wette, Sie werden es nicht erraten, was er von mir wollte. Tja, was könnte das gewesen sein? Sehen Sie, Sie können es nicht erraten.
Er hat mir Geld angeboten. Geld? Oder war es doch kein Herr? Nein, nicht was Sie denken, Herr Kommissar. Ich sollte das Geld bekommen, wenn ich ihm Material über unser neues Mittel gegen den Herzinfarkt liefere. Aha. Bitte erzählen Sie weiter. Dieser Mensch verlangte von mir, dass ich jeden Freitagabend das Heft mit den Aufzeichnungen aus dem Labor mitnehmen sollte und er wollte dann eine Kopie anfertigen. So ein Herr mit eigenartigen Manieren. Ich habe dieses Angebot natürlich abgelehnt. Außerdem habe ich sofort Monsieur Fougeré von meinem Erlebnis berichtet. Und hat er sich Ihnen vorgestellt, ich meine der Fremde? Nein, seinen Namen hat er nicht genannt. Er sagte nur, dass er auf Rechnung von Monsieur Larnaud Ruffet arbeite. Larnaud Ruffet? Wer ist das? Das ist einer der größten Fabrikanten pharmazeutischer Produkte hier in Paris. Wie sieht er aus? Monsieur Larnaud Ruffet? Nein, Ihr Fremder. Ich meine, haben Sie irgendein besonderes Merkmal an ihm festgestellt? Ich habe ihn doch nur ein einziges Mal gesehen. Na ja, immerhin. Hallo, Chef. Was ist? Er hat das Bewusstsein wiedererlangt. Aber der Medizinmann meint, es wäre besser, mit dem Verhör noch zu warten. Das sei klüger. So meint er. Monsieur Larnaud Ruffet, mein Name ist Bernard. Ja, wollen Sie gegen mich antreten? Das kann schon dabei rauskommen. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ach ja, richtig, natürlich. Mein Sekretär hat Sie mir angekündigt. Ich dachte schon, Sie sind ein wirklicher Gegner. Interessieren Sie sich auch für das Schießen? Nicht als Sport, Monsieur. Ach ja, richtig. Bei Ihnen gehört das ja sozusagen zum Beruf. Apropos, als Berufsdetektiv können Sie doch unmöglich diese billige Kriminalstory geglaubt haben. Agententätigkeit zwischen konkurrierenden Laboratorien. Das heißt, bei unserer Polizei weiß man ja nie, was sie glaubt und was sie nicht glaubt. Genauso ist es, Monsieur Larnaud. Kurz und gut, sollte Ihre Vertrauensperson, diese sogenannte Dame, weiterhin direkt oder indirekt solche oder ähnliche Gruselgeschichten über mich verbreiten, so werde ich Sie anzeigen. Wegen übler Nachrede und Verleumdung. Vielleicht bekommen Sie dann den Fall, Kommissar. Guten Tag. Hopp! Es ist Besuch für Sie da, Chef. So, wer denn? Die Witwe. Ich habe sie in ihr Büro gelassen. Welche Witwe? Na, die Frau des Opfers. Was, Monsieur Robillac ist tot? Ja, natürlich, ich... Wieso ist er nicht? Nein, er ist nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass sie gar keine Witwe ist, hätte ich sie natürlich nicht in ihr Büro gelassen, Chef. Aber ich bitte Sie, Madame, bleiben Sie doch sitzen. Warten Sie schon lange? Nein. Ich komme gerade aus der Klinik. Wie geht es Ihrem Kapitän? Sie erlauben. Der Arzt ist sehr zuversichtlich. Na, wunderbar. Übrigens, mein Mann hat mit mir gesprochen. Und, hat er seinen Angreifer gesehen? Ja. Kennt er ihn? Mhm. Großartig. Wer ist es? Sein Sohn. Ihr Sohn? Ich sagte sein Sohn. Mein Mann hatte vor unserer Hochzeit ein Kind. Einen Jungen, der jetzt 25 Jahre alt ist. Leider hat seine Mutter ihn nicht sehr gut erzogen, aber was er jetzt getan hat, hätte ich ihm nie zugetraut. Wissen Sie, wo er wohnt? Wohnen ist nicht der richtige Ausdruck. Ich würde vielmehr sagen, er kampiert in dieser Tanzschule, die seine Mutter leitet. Hallo, Janot. Sie sind doch ein musischer Mensch und verstehen auch was von Tänzerinnen, behaupten Sie jedenfalls. Besuchen Sie doch mal den jungen Robillac. Er heißt nicht Robillac. Augenblick, er heißt nicht Robillac. Er trägt den Namen seiner Mutter, Nuschkin. Serge Nuschkin. Hallo? Janot? Ja, wo sind Sie denn? Hier, Chef. Wie immer, wenn Sie mich brauchen. Das halte ich allerdings für stark übertrieben. Immerhin, das ist mein Mitarbeiter, Monsieur Janot, Madame Robillac. Madame. Der Inspektor wird sich um diesen Serge kümmern. Und sagen Sie ihm, dass sein Vater bereit ist, die ganze Angelegenheit zu vergessen, wenn er wieder das herausrückt, was er mitgenommen hat. Das ist leider nicht möglich, Madame, weil in diesem Fall bereits ein öffentliches Interesse vorliegt. Darüber hinaus würde es mich wundern, ihm dies mitteilen zu können. Ich kann mir nicht denken, dass er zu Hause sitzt und auf mich wartet. Thank you.
Was ist denn los? Immer diese Störungen. Guten Tag, Mademoiselle. Ich bin entzückt, Sie zu sehen. Das Vergnügen ist einseitig. Was wünschen Sie, Monsieur? Monsieur Serge Nuschkin. Da haben Sie schon wieder Pech. Er ist nicht da. Aber er wohnt doch hier. Ja, das heißt, er schläft hier. Mit wem? Ich meine, wo ist sein Zimmer? Was denken Sie denn? Ja, ich denke immer daran. Verzeihung, ich vergaß mich, Ihnen vorzustellen. Polizei. Aber jetzt möchte ich wirklich sein Zimmer sehen. Da drüben. Sie begleiten mich doch. Ja, natürlich. Und zwar sehr gern, wollten Sie hinzufügen. Ich wette, dass er nicht zu Hause ist. Ja, und ich nehme keine Wetten an. Sehen Sie, er ist nicht da. Davon möchte ich mich gern selbst überzeugen. Sie haben recht. Der Vogel ist tatsächlich ausgeflogen. Aber ohne Koffer wird er wohl nicht abreisen. Ich werde auf ihn warten. Mein Gott. Sie werden heute nicht mehr viel zum Probieren kommen. Ich bin sehr neugierig und habe eine Menge Fragen. Fangen wir doch gleich bei Ihnen an. Wann sind Sie heute gekommen? Ungefähr vor einer halben Stunde, so gegen 4. Und wer war als Erster hier? Wir drei. Alle zusammen? Ja. War jemand hier? Nein. Niemand. Also war die Eingangstür offen? Nein, die Hausmeisterin hat mit ihrem Schlüssel geöffnet. Und seit Sie alle hier sind, ist da jemand gekommen? Nein. Was ist denn hier los? Das ist Madame Nuschkin. Wer sind Sie denn bitte? Wo ist Serge? Bitte. Madame, bitte gehen Sie nicht hinein. Sie doch reingegangen. Sie brauchen gar nicht weiter zu suchen. Wir haben nämlich auch nichts gefunden. Keine Spur von dem berühmten Heft. Mit anderen Worten, der Mörder hat auch das Heft gestohlen, oder wahrscheinlicher. Er hat den Mord überhaupt nur begangen, um das Heft heranzukommen. Ja, wenn man nicht nachdenkt, sieht das so aus. Ach, und Sie haben nachgedacht? Ja, natürlich, Chef. Ich finde, dass dieser Mord hier verdammt nach einem Selbstmord aussieht. Weil die Pistole neben der Leiche lag? Hätte ich mir denken können, dass Sie darauf reinfallen. Nein, nein, es ist nicht die Lage der Pistole. Ihr Besitzer macht mich stutzig. Die Waffe gehörte nicht ihm, dem Toten. Wahrscheinlich wollte er sich verteidigen, aber sein Gegner war schneller. Wenn ich einmal ausreden dürfte... Aus dieser Pistole wurde eine Kugel abgefeuert und durch eine Kugel wurde er getötet. Also ist doch immerhin möglich, dass... Dass der Erkennungsdienst uns die Zusammenhänge genau erklärt. Ist doch ungewöhnlich, dass jemand seinen Koffer packt, um wenig später Selbstmord zu begehen. Es sei denn, er brauchte Wäsche zum Wechseln auf der Reise ins bessere Jenseits. Ja, da ist was dran, Chef. Gucken Sie das mal an. Ja, das ist er doch. Ja, und nehmen ihm Sie. Wer Sie? Claudine, die Tochter von Fougeré. Ah ja... Apropos, er hatte einen in der Tasche. Was hat er? Er hat ein Fotoapparat in der Tasche, 24x36, in der Jackentasche. Ach, und das finden Sie so sonderbar? Entschuldigen Sie, Chef. Ich hätte Sie nicht hören mögen, wenn ich Ihnen erklärt hätte, dass dieser Apparat in der Tasche des Jungen durchaus nicht sonderbar ist. Auf jeden Fall lasse ich den Apparat untersuchen. Gut. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wann das hier passiert ist? Ja, vermutlich zwischen 11:45 hat Madame Nuschkin das Tanzstudio verlassen. Und 4 Uhr, da sind die Tänzer zur Probe gekommen, aber das habe ich ja schon erzählt. Wie sind die denn reingekommen? Ja, die Hausmeisterin hat ihn geöffnet. Hat die sonst noch jemand reingelassen? Nein, ich glaube nicht. Sie sollen nicht glauben, Sie sollen fragen. Was denken Sie sich eigentlich? Ich lasse nicht jeden x-beliebigen rein. Nur die mir Madame Nuschkin angibt und damit basta. Wer bitte? Ach so, Sie wollen mir auf Ihre liebenswürdige Art mitteilen, dass Sie nichts, aber auch gar nichts gesehen haben. Und einen Schuss am frühen Nachmittag haben Sie natürlich auch nicht gehört. Genau. Erstens habe ich ein Kind, das brüllt. Zweitens ein Radio, was das Gleiche macht.
Und drittens höre ich überhaupt nur Sachen, die ich hören will. Also schön. Wenn Sie schon nicht sehen und hören können, beziehungsweise wollen, vielleicht können Sie mir doch dann wenigstens sagen, wann er nach Hause gekommen ist. Mrs. Herz? Naja, wer denn sonst? Nein, habe ich nicht gesehen. Das heißt, ein junger Mann hat nach ihm gefragt. Das muss so kurz nach 12 gewesen sein. Aha. Und wie sah er aus? Jetzt fangen Sie schon wieder an. Er hat mich nicht interessiert. Warum soll ich ihn also angucken? Fragen Sie doch Madame Nuschkin. Die wird sich ganz bestimmt erinnern. Madame, bitte sagen Sie es uns. Ist er vielleicht ein Freund Ihres Sohns? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es doch nicht. Was, Sie kannten ihn gar nicht und haben ihn trotzdem reingelassen? Und nicht nur das, Sie ließen ihn auch noch allein? Serge hatte mir gesagt, dass er jemanden erwartet und ich sollte ihn bitten, einen Augenblick zu warten. Ich selber musste weg. Und hat der junge Mann ihn vielleicht seinen Namen genannt? Versuchen Sie bitte, ihn zu beschreiben. Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe. Ich flehe Sie an, lassen Sie mich in Ruhe und gehen Sie. Hören Sie, Madame, dieses Gespräch ist für Sie genauso wichtig wie für uns. Es ist durchaus möglich, dass dieser Besucher der Mörder Ihres Sohnes ist. Den Mörder meines Sohnes, den kenne ich. Was? Ich hatte es Serge gesagt. Ich habe es ihm immer wieder gesagt. Das sind keine Menschen. Verbrecher sind das. Die kennen nichts als ihr verfluchtes Geld. Eines Tages wird er dich umbringen. Von wem sprechen Sie eigentlich? Von Fougeray, natürlich. Was? Monsieur Fougeray? Es war seine letzte Chance, ihre Heirat zu verhindern. Serge und Claudine wurden zusammen fort gegen den Protest ihrer Eltern. Protest. Sie haben gelogen und verleugnet. Sie haben alles getan, um die beiden zu trennen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Da haben sie ihn umgebracht. Sie haben ihn ermordet. Madame, ich begreife Ihre Erregung, aber ich fürchte, die Realitäten sind anders. Ganz anders. Ihr Sohn war es, der seinem Vater wertvolle Unterlagen gestohlen hat und ihn dann auch noch niederschlug. Sie lügen! Es ist nicht wahr. Sie lügen alle. Madame, Monsieur Robillard hat ihn gesehen. Er lügt auch. Und wie er lügt. Er hat seinen Sohn nie geliebt. Er will mich quälen. Er will mich vernichten. Er hat mir nie verziehen, dass ich dieses Kind geboren habe. Haben Sie denn gesehen, dass Ihr Sohn das Labor erst mitnahm, als er flüchtete? Sie meinen Serge? Ja, natürlich. Dankeschön. Was ist denn? Sagen Sie mir jetzt nicht, dass sein Sohn tot ist. Er hat keine Ahnung. Gut, dass Sie mir das jetzt schon sagen. Was gibt es denn, Herr Kommissar? Ach, die Schwester hat mir nur gesagt, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Was hat denn nun mein Sohn mit der ganzen Geschichte zu tun? Wie kommen Sie überhaupt auf ihn? Aber ich bitte Sie, Monsieur, Sie haben doch Ihrer Frau erzählt, dass es Ihr Sohn war, der Sie überfallen hat. Was? Was soll ich gesagt haben? Niemals. Also gut, schön, ich bin einige Zeit ohne Bewusstsein gewesen. Und vielleicht habe ich da Sachen gesagt, die... Ich meine, ich weiß nicht, was ich da alles erzählt habe, aber mein Sohn Serge, das ist grotesk. Der Mann, der mich niedergeschlagen hat, der sah ihm ähnlich. Figur und so. Das ist alles. Ich meine, ich habe den Mann nie gesehen. Ich kenne ihn gar nicht. Ich glaube, ich würde ihn auch gar nicht wiedererkennen, wenn man ihn mir gegenüberstellt. Ja? Er ist eben gekommen. Bitte bleiben Sie im Apparat. Für Sie, ein Herr. Ich habe seinen Namen nicht verstanden, aber ganz schön frech. Dann weiß ich schon, wer es ist. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich hier anzurufen? Das habe ich den Anrufer auch gefragt. Welchen Anrufer? Den Anonymen, von dem ich Ihnen berichten wollte. Also jemand behauptet, er habe Monsieur Fougeray gegen 12:30 ganz in der Nähe des Tanzstudios gesehen. Genauer gesagt, in den Place Clichy. Hm? Nein, eine Frauenstimme. Ja, ich sagte... Hallo? Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Und wo waren wir stehen geblieben? Auf der Tatwaffe wurden lediglich die Fingerabdrücke des Opfers festgestellt. Da, sehen Sie. Eine ganze Reihe. Alte und neue. Also wurde die Waffe nicht abgewischt, bevor man sie mir in die Hand gab. Was meinen Sie? Ach so, Sie denken an den klassischen Versuch, einen Mord als Selbstmord zu tarnen. Genau das. Es war nämlich gar kein Selbstmord. Und warum nicht? Kein Mensch packt erst seinen Koffer und bringt sich danach um. Es sei denn,
Er wollte Wäsche zum Wechseln mitnehmen in eine andere Welt. Na bitte, das ist richtig. Darauf wäre ich nicht gekommen. Auto haben Sie, Madame. Und wirklich nicht zu übersehen. Sie haben sich doch sicher nicht hierher bemüht, um mir das zu sagen. Übrigens vielen Dank, dass Sie das Verdeck geschlossen haben. Nicht der Rede wert. Ihr Dienstmädchen hat mir am Telefon gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Und was ich Ihnen zu sagen habe, ist sehr kurz. Sie haben mich angelogen. Wie bitte? Ich habe wohl nicht recht. Dann wiederhole ich es. Sie haben mich angelogen, als Sie behaupteten, dass Ihr Gatte Ihnen gesagt hätte, es wäre sein Sohn gewesen, der ihn niedergeschlagen hat. Und die Tatsache, dass wir das bewusste Heft in seiner Wohnung nicht gefunden haben, verstärkt diese Version. Stärkt diese Version? Was heißt denn das? Versichere ihn? Nein, ich schwöre Ihnen. Er hat mir gesagt, dass es Serge war. Ich wollte es doch selbst kaum glauben. Dann geht es mir genau wie Ihnen, Madame. Auf Wiedersehen. Ah, Monsieur Fougeré, schön, Sie hier zu treffen. Ja, ich habe nur Madame hier, ich meine... Und ich meine, dass zwischen dem Diebstahl Ihrer Unterlagen und dem Tod des jungen Serge kein Zusammenhang besteht. Dabei interessiert mich, wo waren Sie gestern Mittag zwischen 12 und 1 Uhr? Ich? Ja, Sie. Um 1 Uhr habe ich zu Mittag gegessen. Zwischen 12 und 1? Ja, da habe ich meinen täglichen Spaziergang gemacht. Und sind Sie dabei zufällig über den Place Clichy gekommen? Warum fragen Sie mich das? Weil das die Gegend ist, in der Serge ermordet wurde. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie mochten den Jungen nicht sehr. Mein Gott. Immerhin wollte er Ihre Tochter entführen. Da ist es doch denkbar, dass Sie ihn zwischen 12 und 1 einen kleinen Besuch abgestattet haben. Ja, es stimmt. Ich wollte diese Heirat nicht. Ich hatte sehr ernste Gründe dafür. Welche? Ja, jemand hatte mich über die wahren Heiratsmotive meines Schwiegersohns ins P informiert. Na, kapiert? Nein, nicht so leicht. Ja gut, Jungs, dann gleich nochmal. 2 vor B, bitte. Und. Schluss für heute. Morgen um 10 Uhr Probe für alle, ja? Ein Glück, dass die Goldberry aufgetaucht ist, sonst hätte er noch die ganze Nacht durchprobiert. Zufrieden? Du, es läuft wirklich. Ich habe ganz vergessen, dass es schon so spät ist. 10 Minuten. Ich zieh mich nur schnell um, ja? Ich warte unten auf dich. Gehen wir zum Bowling? Bist du mit dem Wagen da? Ja. Gut. Ja. Ich kann nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Du musst dich entscheiden. Sie oder ich. Du hast immer noch nicht kapiert. Du musst auf die 1 des 8. Taktes einsetzen. Serge, ich habe dich etwas gefragt. Danny, nun fang doch nicht schon wieder an. Ich dachte, zwischen uns ist alles klar, oder? Nein, Serge. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Du musst dich entscheiden. Jetzt und hier. Na gut. Du willst es also wissen. Dann entscheide ich mich für sie. Danny. Ich dachte, du liebst mich. Ich meine, willst du nicht, dass ich Karriere mache? Natürlich will ich das. Na bitte. Ich habe Talent und habe Ideen, aber ein eigenes Ballett kostet Geld, Danny. Und dieses Mädchen hat das Geld. Und jetzt kommst du und verlangst von mir, dass ich mir diese Gelegenheit entgehen lasse. Ich habe es dir doch versprochen. Ich mache eine ganz große Tänzerin aus dir. Um das zu erreichen, muss ich mich opfern. Verstehst du das? Wenn mein Vater Ihnen die Geschichte so erzählt hat, bitte. Ich glaube ihm jedenfalls kein Wort. Mademoiselle,
Kommen Sie herein. Bitte nehmen Sie Platz. Bekannt zu machen brauche ich die Damen wohl nicht. Mademoiselle, Sie waren es doch, die vor etwa 8 Tagen bei Monsieur Fougeret war und gegen die bevorstehende Heirat Ihres Liebhabers Serge mit dieser jungen Dame, sagen wir mal, intrigiert hat. Stimmt das? Ja. Und welches Ergebnis hatte Ihre Unternehmung? Serge hat mich geohrfeigt. Warum? Nun ja, weil ich all das erzählt habe. Und woher hat er das erfahren? Durch seine... Ich höre. Mademoiselle hat ihm eine furchtbare Szene gemacht. Ach. Und ich habe gedacht, Sie glaubten von der ganzen Geschichte kein Wort. Und dann eine Szene. Sie lügt doch. Schön, ich habe ihn gefragt. Und er sagte mir, dass dieses Mädchen lügt. Damit war der Fall für mich erledigt. Und überhaupt, was soll das alles noch jetzt? Ja? Hey, kann ich mal die kleine Tänzerin an den Apparat haben? Dienstlich natürlich. Ja, ich möchte so gern ihre Stimme hören. Ja, und wenn Sie den zweiten Hörer nehmen, werden Sie erstaunt sein, wie sie reagiert. Ach bitte, Mademoiselle, mein Mitarbeiter möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Ja? Ihr Name, bitte. Meinen Namen? Aber wieso, den kennen Sie doch. Daniel Marion. Und Ihre Adresse? Geburtsort? Datum? Was haben Sie eigentlich gestern gegen 12:30 an dem Place Clichy gemacht? Sie waren doch dort, um Monsieur Fougeret zu treffen, oder? Vielleicht wollen Sie lieber im Nebenzimmer sprechen. Kommen Sie mit. Und ich? Kann ich jetzt gehen? Augenblick, ich komme gleich wieder. Der anonyme Anrufer waren also Sie. Nicht sehr schön, aber naja. Dann können Sie uns wenigstens genau sagen, wo Sie Monsieur Fougeret gesehen haben. Ich weiß nicht. Was heißt das, Sie wissen nicht? Ich weiß nicht, ob er es wirklich war. Ich hatte Angst. Angst wovor? Nach dem Tod von Serge wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte. Ich hatte Angst, dass ich an allem schuld war, wegen der Geschichte, die ich Monsieur Fougeret erzählt hatte. Da habe ich mir gedacht, dass ich etwas unternehmen müsste. Ja, und dann haben Sie hier bei uns angerufen, anonym natürlich, und uns erzählt, dass Sie Monsieur Fougeret gesehen hätten. Ich bin aber gar nicht sicher, dass es war. Und... Und Sie werden natürlich immer unsicherer, ich verstehe. Was hatten Sie eigentlich um diese Zeit am Place Clichy zu tun? Ihre Probe begann doch erst um 4 Uhr. Erstaunlich. Wirklich ganz erstaunlich. Umso mehr, als Sie mir doch eben erklärt haben, dass Sie nicht vor 3:30 aus dem Haus gegangen sind. Nun, wir hören. Ich war in einem Café. Ich habe gewartet. Gewartet? Auf wen? Auf Serge. Waren Sie verabredet? Nein. Nein? Ich wusste, dass er dort öfter hinkam, um zu telefonieren. Ich musste mit ihm sprechen. Er sollte mir verzeihen. Ich wollte ihm sagen, dass ich mit allem einverstanden bin. Aber dann ist er nicht gekommen. Und nun werde ich ihn nie wiedersehen. Nie mehr. Gut, nehmen Sie Protokoll auf. Entschuldigen Sie bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig. Sie behaupten also, Ihr Verlobter habe Sie davon überzeugt, dass alles gelogen war, was diese junge Dame gegen Sie vorgebracht hatte. Ja, das behaupte ich. Aber Sie haben nicht versucht, Ihren Vater umzustimmen. Wieso umzustimmen? Nun, ich nehme doch an, dass er sich nach all diesen Vorfällen Ihren Heiratsabsichten widersetzt hat. Das hat er schon vorher. Seit wann? Seit etwa einem Monat. Pierre, ihr habt beide Wichtigeres zu tun. Ja, das will ich da kaufen, dass ihr wichtigere Dinge zu tun habt. Ihr, meine besten Angestellten. Ich darf euch doch heute so nennen, ach, oder? Ach, Madeleine, warum musst du eigentlich immer wieder betonen, nein, dass... Nein, nein, wirklich, ich bin sehr zufrieden mit euch. Und deshalb möchte ich euch auch etwas Interessantes zeigen. Kennt ihr den da? Das ist doch Serge. Und Claudine. Willst du uns nicht endlich erklären? Ich? Nein. Ich glaube, Pierre ist mir eine Erklärung schuldig. Du hast mir doch versprochen, durch dein freundliches Eingreifen die Angelegenheit zwischen deiner Tochter und seinem Sohn endlich aus der Welt zu schaffen. Du scheinst nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ich konnte einfach nicht. Ich weiß, ihr wollt diese Verbindung nicht, oder richtiger, dir gefällt dieser Heirat nicht, aber Claudine liebt nun einmal den Jungen. Sie liebt diesen Jungen.
als ob sie in diesem Alter schon weiß, was wirkliche Liebe ist. Ich jedenfalls denke gar nicht daran, tatenlos zuzusehen, dass alles, was wir aufgebaut haben, eines Tages durch Claudine an diesem Serge fallen soll. Monsieur Fougeré. Papa, was machst du denn hier? Guten Abend, Madame. Ich glaube nicht, dass es ein sehr guter Abend wird. Mein lieber Serge, ich habe durch Zufall erfahren, dass Sie hier verabredet sind. Bowlingbahn, Volkssport, ja? Ich muss sagen, eine Atmosphäre, die nicht unübel zu Ihnen passt. Jedenfalls viel besser als das Milieu, in das Sie hineinheiraten wollen. Ach, lieber Pierre, sei doch so lieb und sag der Wahl, Monsieur Serge, was du zu sagen hast. Also gut. Sie wissen genau, dass das Haus, die Firma, kurz alles, was wir erreicht haben, durch unsere Familie erarbeitet wurde. Claudine gehört zur Familie, das heißt, sie wird die Erbin sein. Und wenn Sie sie jetzt heiraten, dann werden Sie irgendwann einmal diese Firma leiten. Und das, also das muss ich Ihnen ganz offen sagen, das glaube ich nicht, dass Sie das können. Also scheint es mir am besten zu sein, wenn wir diese Romanze beenden. Eher heute als morgen. Armer Papa, das hast du aber nicht sehr gut aufgesagt. Das fällt dir ein, Claudine. Ich habe euch einen Entschluss mitgeteilt, einen Entschluss, der unabänderlich ist. Gut. Aber dann habe ich noch eine Frage an dich, verehrte Tante Madeleine. Ja? Bei deinem ausgeprägten Familiensinn solltest du eigentlich mein Geburtsdatum kennen. Was? Das sind ja in 4 Wochen, nicht wahr? Am 15., 16., stimmt's? Am 16. auf den Tag in 4 Wochen werde ich 21. Sollst dir dieses Datum merken? Es wird mein Hochzeitstag mit Serge. Schön, mein Kind, wie du willst. Nur Geld. Geld bekommt ihr keines. Vielleicht nicht sofort, liebe Tante. Aber eines Tages wirst auch du sterben. Claudine! Komm. Claudine, du bleibst hier. Lass sie gehen. Armer Pierre. Jetzt hast du genau noch 4 Wochen, um mir diese Flausen auszutreiben. Und in 3 Tagen werden sie 21. Ja. Und ich war entschlossen, meine Familie zu verlassen. Ich wollte fort mit Serge. Ich begreife das alles nicht. Sie wollten mit ihrer Familie brechen, dabei wussten Sie doch ganz genau, dass Ihr Vater in letzter Konsequenz gar nicht gegen diese Heirat war. Mein Vater, was konnte uns das nützen? Bei uns zu Hause, ich meine, die Laboratorien, die Wohnung, das alles gehört meiner Tante und meiner Mutter. Mama lebt das ganze Jahr in Nizza, sie ist krank und so ist es eben Tante Madeleine, die alles entscheidet. Alles und jedes. Und dann ist da noch etwas. Und das wäre Mademoiselle? Serge hatte mir einen Schlüssel zu seinem Studio gegeben und vor 3 Tagen habe ich festgestellt, dass der Schlüssel aus meinem Zimmer verschwunden war. Ich bin ganz sicher, dass meine Tante ihn hat. Herein. Aus dem Labor, Chef. Der Film aus dem Fotoapparat des Opfers. Gut, geben Sie her. Auf dem Film waren nur 3 Aufnahmen. Da sind die Vergrößerungen. Gut, danke. Tja, das ist doch... Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Guten Tag. Ist Monsieur Fougeré da? Nein, er ist ausgegangen. Schön, wer das kann. Und Sie wissen sicher nicht, wann er wiederkommt, nicht? Nun, vielleicht können Sie mir auch helfen. Diese Fotos hier, sagen Sie Ihnen was? Aber, Michelle? Ja? Holen Sie bitte die UV- und ER-Spektren. Madeleine und Yvonne, gehen Sie mit. Das sind ja Seiten aus dem Laborheft. Aus dem gestohlenen? Ja. Wer hat die Aufnahmen gemacht? Der Mann, von dem ich Ihnen erzählte? Wer? Oh, der Mann mit dem Hund. Nein. Der ohne Hund. Das sind die letzten Fotos, die Ihr Sohn gemacht hat. Ja, 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 und wenn es so ist. Ich verstehe ihn. Diese Leute haben ihn behandelt wie einen Strolch. Hatte Serge einen Plan, wie er sich revanchieren konnte. Was war das für ein Plan? Er war neulich für eine Fernsehaufzeichnung in New York. Und da lernte er Leute kennen, die sich genau für das Herzmittel interessierten, das Monsieur Fougeré entwickelt hat. Ach, und da wollte Ihr Sohn die Seiten des Laborheftes fotografieren und sie seinen Auftraggebern in New York aushändigen. Für sehr viel Geld, nehme ich an. Natürlich für Geld. Das ist doch das Einzige, was bei dieser Bande zählt. Das hätte mir Spaß gemacht, die Gesichter von denen hier zu sehen. Und wollte Ihr Sohn, nachdem er alle Seiten des Laborheftes fotografiert hatte, nach New York zurückkehren? Nein. Wieso? Wollte er das Material mit der Post schicken?
Ein Freund von ihm sollte die Fotos mitnehmen. Wer? Er ist Steward bei einer Fluggesellschaft. Und der war gestern um 12:15 hier. Der war es doch, nicht wahr? Sagen Sie es, der war es doch. Wie heißt er? Roger Servoni. Monsieur Servoni! Ja? Inspektor Janot, Kriminalpolizei. Wir möchten Sie einen Augenblick sprechen. Tut mir leid, meine Herren, aber ich habe keine Minute Zeit. Hey, Moment, meine Maschine nach New York muss raus. Das macht nichts, die fliegt auch ohne Sie. Ja, aber in einer halben Stunde, die muss wirklich raus. Und Sie werden wahrscheinlich reinkommen, mein Freund. Und zwar ins Gefängnis, mein Lieber. Es sei denn, Sie liefern uns hier und sofort ein kristallklares Alibi für den gestrigen Tag. Genau gesagt für 12 Uhr mittags. Gestern Mittag um 12? Ganz präzise von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Und ich kann Ihnen die Antwort auch schon abnehmen. Sie waren bei Serge Nuschkin, haben ihn umgebracht, ein paar ganz wichtige Sachen mitgehen lassen, die in New York eine ganze Menge Geld eingebracht hätten. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ja, ja, zwei Zeugen haben Sie gesehen. Den Hausmeister und seine Mutter. Und wie die Dinge liegen, sind Sie der Letzte, der ihn leben gesehen hat. Ja gut, ich gebe zu. Serge hatte mich gebeten, ihm einen Gefallen zu tun. Die Filme nach New York zu bringen, das wissen wir, also lassen wir das. Was war gestern? Nee, er hatte gesagt, ich sollte zwischen 12 und 2 vorbeikommen. Dann würde er mir die Filme geben. Ich kam um 12:15. Ja. Seine Mutter hat sie im Studio allein gelassen. Und er? Er kam gegen 12:30, ganz aufgeregt. Er sagte, er sei beim Fotografieren überrascht worden. Er hätte sogar seinen Vater niederschlagen müssen. Alles sei verloren, die ganze Unternehmung im Eimer. Und dann bin ich weggegangen. Das ist alles. Und das Heft? Heft? Hat er kein Heft bei sich? Keins gesehen. Lassen Sie sehen. Moment doch mal. Fotografieren Sie auch? Ja. Mhm. Der ist neu. Ja, ja. Sie machen ihn unbrauchbar. Nicht weinen, wir kaufen dir einen neuen. Das hat man dir als neuen Film verkauft? Das ist Betrug. Du solltest die Leute verklagen. So, mein Junge, jetzt wirst du uns alles erklären. Ja, wo hast du die Fotos? Na? Ja, das sind die ersten, die er aufgenommen hat. Wann? Ja, Anfang der Woche. Woher hast du sie? Woher du sie hast? Ja, von Serge. Aber sie war nicht vollständig. Deshalb ist sie ja gestern noch einmal hingegangen. Wenn sie nicht vollständig waren, warum hast du sie da mitgenommen? Nur so. Was heißt das nur so? Na ja, für den Fall, ich meine, vielleicht konnte ich trotzdem damit Geld machen. Na gut. Mit dem Fall, dass du ihn umgebracht hast, um an die Filme heranzukommen. Aber ich wusste nicht einmal, dass er tot ist. Liest du die Zeitungen nicht, die du dir kaufst? Dabei steht's auf der ersten Seite. Aufnahme. So, du bist fertig. Ja. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass Sie hier sind. Doktor, in Ihrem Alter, ich verstehe das nicht. Aber lieber Herr Kollege, rein dienstlich natürlich. Natürlich. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber eine Polizeistreife hat Sie soeben vor der Präfektur aufgegriffen, wie Sie beim Ablegen Ihrer Oberbekleidung für die Erhöhung der Beamtengehälter protestierte. Sympathisch, sehr sympathisch. Ja. Und so weit ist sie gekommen, bis wir eingreifen konnten. Und wie weit sind Sie gekommen? Ach, richtig, ja, in der Mordsache Nuschkin. Natürlich. Was dachten Sie denn? Oder haben noch ein paar nachhängige Amtsgelder protestiert? Also getötet wurde er ganz eindeutig durch eine Kugel mitten ins Herz. Und zwar durch Schuss von oben nach unten und von rechts nach links. Ja, und die Todesstunde? Zwischen 12 und 15 Uhr. Danke, Doktor. Das wäre es erstmal. Zwischen 12 und 15 Uhr. Ist aber auch nicht gerade sehr genau. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das hätten Sie ihm aber nicht sagen dürfen. Natürlich, Herr Inspektor, ich weiß. Ich habe ja auch nur gesagt, Sie würden das sicher nicht sagen. Also schön. Zwischen 12 und 3. Ja, und das bedeutet, der Bursche mit dem Wagen könnte womöglich der Mörder sein. Was für ein Bursche und was für ein Wagen? Ja, deshalb rufe ich Sie ja gerade. Die Verkehrsabteilung hat angerufen, ein Wagen hat gestern um 14 Uhr vor dem Haus des Opfers geparkt. Ja, und? Dort ist Parkverbot. Ein Polizist hat ihn aufgeschrieben und als er jetzt von dem Mord hörte, hat er uns die Wagennummer mitgeteilt. Ich höre. Wie bitte? Ja, die Autonummer. Ach so, ja.
Hier, 507 JY75. Gut. Und jetzt auf zur Kraftfahrzeugkarte. Dankeschön, Schwester. Nun, Monsieur Robillard, wollen Sie es nicht zugeben, dass Ihr Sohn es war, der Sie niedergeschlagen hat? Ich verstehe Sie nicht. Ich habe nie behauptet, ich sei niedergeschlagen worden. Ich wollte ihn nur zurückhalten und dabei hat er mich gestoßen. Ich habe das Gleichgewicht verloren und ich bin eben sehr unglücklich hingefahren. Na ja, schön, aber er war es doch, den Sie gesehen haben. Ja. Und warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Sehen Sie, ich habe mich nie sehr viel um meinen Sohn gekümmert, aber ihn belasten gegen ihn aussagen, nein, das wollte ich nicht. Vielleicht war es sogar meine Schuld, dass alles so weit gekommen ist, wer weiß. Alles, was ich wissen möchte, ist, ob er das berühmte Heft mitgenommen hat. Das weiß ich nicht. Er hat es jedenfalls nicht in der Hand gehabt. Sind Sie sicher? Warum sollte ich lügen, jetzt, wo er tot ist? Ja, und noch etwas. Hat Ihre Frau nur aus Geschäftsinteresse die Heirat Ihres Sohnes mit Mademoiselle Fougeret verhindern wollen? Ja, ich glaube. Was heißt, ich glaube? Nun, ich weiß nicht, ob mein Sohn mir die Wahrheit gesagt hat, aber er hat mir da etwas erzählt. Dass Sie mitschwenken, mein Gesicht ist pausenlos im Dunkeln. Ja, hat er das nicht gemacht? Alter, du musst mitgehen, der Verfolger muss drauf. Hallo Serge, überrascht mich hier zu sehen. Allerdings, das ist doch unser Frosty. Ich möchte mit Ihnen plaudern, in aller Freundschaft natürlich. Ich wüsste wirklich nicht, was wir uns zu sagen haben. Hm, ich wüsste eine ganze Menge. Los, 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 mach hin, raus, raus! Ja? Sie war da? Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Warum mögen Sie mich nicht, Serge? Wissen Sie das wirklich nicht? Sie sollten mich wenigstens einmal anhören. Schließlich schuldig eine Erklärung nach diesem Abend auf der Kegelbahn. Aber alles, was ich gesagt habe und alles, was ich tue, geschieht allein in Ihrem Interesse. Wie bitte? Ja, ich denke nur an Sie und an Ihre Zukunft. Sie sind ein großes Talent, Serge. Danke. Und sehr begabt. Plötzlich wollen Sie heiraten. Der Bürgerliche. Der Spießern in unserem Haus und der Wissenschaftler und Kaufleute. Dann ist es aus mit dem Tanzen, auch mit der Kunst. Ja, das möchte ich gerne verhindern. Rührend, sehr rührend. Überlassen Sie meine Zukunft gefälligst mir. Sie werden die Letzte, auf deren Hilfe ich Wert lege. Serge? Serge? Bitte? Das ist doch etwas anderes. So, was denn? Verstehen Sie mich? Verstehst du mich wirklich nicht? Ach, so ist das. Das darf doch nicht wahr sein. Erst der Vater und dann der Sohn. Sie haben wirklich Familiensinn. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Die Vorstellung ist gleich zu Ende. Wir können zusammen essen gehen. Wir können von Ihren Plänen reden. Ich bin überzeugt, ich kann Ihnen helfen. Wollen Sie? Nein. Wenn Sie sich unbedingt an den Gigolo halten wollen, bitte. Ich bin gerne bereit, mich bei meinen Kollegen umzuhören. Vielleicht findet sich jemand, dem es auch noch Spaß macht. Absurd, wirklich absurd. Von wem haben Sie diesen Unsinn, wenn ich fragen darf? Sie dürfen. Von Ihrem Mann. Das glaube ich nicht. Wenn Sie mir nicht glauben, Madame, dann wollen wir Ihren Gatten bitten, es zu bestätigen. Allerdings, das möchte ich von ihm selbst hören. Wie Sie wünschen. Ja. Ja. Oh, guten Tag, Herr Kommissar. Was soll ich gesagt haben? Ich denke ja gar nicht daran. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich habe Ihnen nie erlaubt, wenn Sie meine vertrauliche Mitteilung irgendwie gebraucht haben, dann werde ich dementieren. Kategorisch. Also gut, reden wir nicht mehr darüber. Schon vergessen, Herr Kommissar. Ich bin ja nicht nachtragend. So, jetzt muss ich aber gehen. Ach, ich habe da noch eine Frage. Ja? Was hatten Sie eigentlich gestern im Tanzstudio zu suchen? Ich? Ja, Sie. Gestern Nachmittag um 2 Uhr. Ach, da war ich doch in der Klinik bei meinem Mann, ne? Und das hier? Was ist das? Das ist ein Strafmandat. Ausgestellt um 2.05 Uhr vor dem Tanzstudio von Madame Nuschkin.
Ich sagte Ihnen ja schon einmal, Ihr Wagen ist nicht zu übersehen. Ich bestreite es ja gar nicht. Das wird Ihnen noch wenig nützen. Ja, aber als ich hinkam, war Serge schon tot. Ja, so war's. Wenn Serge schon tot war, wie sind Sie dann in die Wohnung gekommen? Die Tür war nur angelehnt. Ich brauchte sie nur aufzudrücken. Aber sehr einfach, oder? Hm. Vielleicht hat der Mörder die Tür offen gelassen, als er das Haus verließ. Das tut mir leid, Madame, aber das ist unmöglich. Sie werden es vielleicht nicht bemerkt haben, aber die Tür hat einen automatischen Verschluss. Wenn Sie also hinein konnten, muss Serge ihn geöffnet haben. Folglich war er in diesem Augenblick noch am Leben. Nein, er war tot. Also, wie sind Sie reingekommen? Ich hatte einen Schlüssel. Ach, Sie hatten einen Schlüssel? Ja, aber nicht, was Sie denken. Ich hatte ihn von Claudine konfisziert. Was wollten Sie eigentlich bei Monsieur Serge? Mein Gott, verstehen Sie doch, nach allem, was mir mein Mann gesagt hat, musste ich doch annehmen, dass Serge das Heft gestohlen hat. Ich wollte ihn bitten, es wieder zurückzugeben. Und? Haben Sie es gefunden? Nein, ich hatte nicht mehr den Mut, danach zu suchen. Hallo, Chef. Kommen Sie einen Moment. Was gibt's denn? Auf jeden Fall etwas, das Sie interessieren wird. Ja, was ist denn nun mit diesem Anruf? Monsieur Larnoruffé hat angerufen. Das erzählen Sie mir jetzt schon zum vierten Mal. Wer ist denn das überhaupt? Dieser Schützenkönig. Und? Diesmal hat er eine 12 geschossen. Ich bin überzeugt, er hat den Schlüssel für die Auflösung. Voilà. Wo? Am Montmartre. Genauer an der Sacré-Cœur. Ganz genau an der Station der Seilbahn. Sagen Sie mal, ist dieser Wagen überhaupt polizeilich zugelassen? Aha. Der Fall ist für dich, Sir. La Butte Montmartre, le Sacré-Cœur, à tous les regards. The 113th Zalto Club is the highest spot in Paris. Sollte nicht hier können, der Fahrer auf steile Treppe, bald entdeckt er einen unendlich weiten Horizont. Die bescheidene Kirche Saint-Pierre und das Sacré-Cœur stehen ganz dicht nebeneinander. Holding his decapitated head in his hands, he climbed the hill and fell 8 kilometers further on at the spot which sent him. 8 kilometers verder neer te starten op de plaats die later Saint-Denis zal worden. Sono due presumi della sepoltura, la più tipica tirare avete le vincitelle. On a certain place, a chapel has been erected. Also, a celebrated abbey, founded at the close of the 11th century by the monk Monsieur Larnoruffé. Ja, wir kennen uns. Ja, als Sie mich da gestern belästigten, habe ich kein Wort von Ihrer Geschichte geglaubt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Besonders in unserem Beruf, wo es nur uneigennützige Leute gibt, wo das Geld nur ein Instrument der Wissenschaft ist. Ja, und was weiter? Vor einer Stunde bekomme ich den Anruf eines Unbekannten, der mir ohne weitere Umschweife vorschlägt, mir sämtliche Dokumente über das Hemilosol zu verkaufen. Dieses Produkt, ich weiß. Selbstverständlich habe ich abgelehnt. Was? Das hätten Sie nicht tun sollen. Aber der Unbekannte bot mir einen Treffpunkt an. Und falls ich meinen Entschluss noch einmal überprüfen sollte. Und? Da unten. Die Talstation der Seilbahn, die herauf zum Montmartre führt. Um wie viel Uhr? 16.30 Uhr. Ja, haben wir gar nicht noch Zeit. Gut, Sie warten da, wo er Ihnen gesagt hat. Wir stellen uns hier an der oberen Station auf. Wenn er kommt, steigen Sie mit ihm in die Drahtseilbahn. Und wir nehmen ihn dann hier oben in Empfang. Gut. Wie erkennen Sie ihn denn? Er wollte ein Buch in der Hand haben. Was für ein Buch? Lady Chatterleys Liebhaber. Pikant. Es ist soweit. Er ist eingestiegen. So, Sie haben das Heft in Ihrem Auto. Und woher weiß ich, dass das alles kein Schwindel ist? Ja. Gute Lady Chatterley. Nun bin ich aber tatsächlich gespannt.
Monsieur Fougère. Ich weiß. Bleiben Sie ruhig sitzen. Sie sind noch nicht an der Reihe. Na, endlich das berühmte Heft. Lag es da, wo er gesagt hat? Ja, unter dem Vordersitz in seinem Wagen. Na gut, fangen wir an. Ist es das? Ja. Also ich muss sagen, das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich erlebe, wie einer sich selbst bestiehlt. Denn Sie haben doch das alles geschrieben, was in dem Heft steht. Sie haben doch dieses Hemulisol entdeckt. Also gehört es doch Ihnen. Nein, eben nicht. Wieso nicht? In diesem Haus war ich immer nur der Angestellte meiner Schwägerin. Ich habe einen Vertrag wie jeder andere Forscher auch. Und dem Labor, also ihr, gehört alles, was ich erfinde. Die Millionen, die meine Erfindung eingebracht hätten, die hätte ich... Keinen Pfennig hätte ich davon gesehen. Meine Schwägerin hat mich immer nur ausgebeutet. Sie hat mich erniedrigt. Also, wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie alles nur getan, um Ihre Schwägerin zu schädigen? Nein. Um mich zu befreien. Ja, mich zu befreien. Die Gelegenheit bot sich. Ich habe es ja gehört. Zur Sache, Monsieur. Wann haben Sie das Heft an sich genommen? Denn als Sie um 12 Uhr das Labor verließen, lag es noch auf dem Tisch. Das jedenfalls steht fest. Und Sie haben doch als Letzter das Labor verlassen. Ja. Also? Ich bin noch einmal zurückgekommen. Wann? Vielleicht eine Viertelstunde später. Ich hatte meine Brieftasche vergessen. Und dann? Als ich ins Labor zurückkam, da sah ich meinen Schwager am Boden liegen, blutüberströmt. Sofort dachte ich an das Heft, an einen möglichen Diebstahl. Ja, aber es lag noch auf meinem Schreibtisch. Und dann ist mir die Idee gekommen... Der wirkliche Dieb zu werden, in der Hoffnung, man würde es dem vermutlichen Dieb, das heißt dem Angreifer, noch anlassen. Ja. Monsieur Bernard. Was? Entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht eine Minute Zeit? Ja. Das Ergebnis der ballistischen Untersuchung. Die Kugel aus dem Körper des Opfers ist aus seiner eigenen Pistole verfeuert worden. Also doch Selbstmord. Verzeihung, aber man erschießt sich nicht, wenn man einen Koffer packt. Was? Es sei denn, man braucht Wäsche zum Wechseln zur Reise in die andere Welt. Oh! Verzeihung, Chef. Können Sie nicht aufpassen? Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass Sie hinter der Tür stehen. Haben Sie sich wehgetan? Ach was. Da. Ja, natürlich. So war's. Bravo, Jeannot. Sie haben die Lösung gefunden. Ich? Ja. Ja, aber nein. Da bin ich ganz sicher. Moment. Na, was fällt Ihnen dabei ein? Ja, so war's. Und was bitte? Ja, genau das. Also war es ein Selbstmord? Nein, es war Mord. Und wer ist der Täter? Sehen Sie mal nach. Er ist auf dem Korridor. Ja? Na, was ist? Also, ich werde nicht schlau daraus. Und Sie? Ja, meine Damen und Herren. Ganz schön verwirrend. Ganz schön verwirrend, Heidrun. Ganz schön verwirrend, Wilhelm Wieben. Wir haben zwei handverlesene Kollegen heute hier zu uns gebeten, die Ihnen zu Hause und natürlich unseren beiden Kommissaren Bernard und Jeannot helfen sollen. Heidrun von Gössel und Wilhelm Wieben. Herzlichen Dank, dass ihr euch hier in das Getümmel stürzen wollt. Getümmel insofern, dass es ja eine Unzahl von Verdächtigen sind, die es nun gilt, auszusortieren, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann kommt man auf den Täter. Eigentlich ganz einfach. Wer ist es denn, Heidrun? Also die Tochter Fouchère habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, die Verlobte oder beinahe Frau von dem Bäumler.
Und hat ihr auch ein Argument, ein Motiv? Eifersucht, aber hallo. Eifersucht. Wie schön du das sagst, das finde ich überzeugend. Das verstehe ich. Ein sehr weibliches Argument. Ja. Ja, aber die ist doch nur benutzt worden. Nicht? Das, ja, hat das, sie ja erfährt doch, sie das erfährt sie ja. Das sie nur benutzt genau. Worden. Ja. Ja. Also, und das Ganze drumherum, also mit dem Heft, was ja in der Zwischenzeit sich wieder angefunden hat und so. Na, das ist also eine Ablenkungsmanöver, sie ist mit Sicherheit. Eigenartig kühl, nicht? Ja, findest du nicht? Sie ist, sowas. Also entschuldige mal, bitte, sie weiß, erfährt, dass er tot ist, sie hat nicht eine Träne bis dahin vergossen. Na, dann heule ich aber. Ich habe aber auch noch einen anderen Tipp. Aber ja? Sag ja? Jemand erst mal. Ja? Ja. Also das ist ja interessant, denn die Tötungsart als solche ist natürlich ein bisschen atypisch. Frauen pflegen ja quer durch die Kriminalgeschichte aller Länder, speziell natürlich der unsrigen hier, Mitteleuropa etc., eher Gift zu bevorzugen oder solche etwas appetitlicheren Tötungsarten. Wilhelm, was meinen Sie? Also ich meine, es gibt in diesem ganzen Spiel ein Opfer. Ja. Und das Opfer ist der Forscher. Ja. Und der Forscher wird benutzt von der Frau, ich nenne lieber die Schauspieler, die anderen Namen Medi-Rahl, kann ich nennen, von Medi-Rahl. Ja. Und er ist aber die Kapazität. Er hat das Ganze gemacht. Er ist aber total abhängig. Er sagt auch zum Schluss, ich wollte mich einmal befreien. Und es muss doch eine es muss eine Verbindung geben zwischen dem tatsächlichen Opfer, also dem Toten, jetzt Toten, und diesem eigentlichen Opfer, dem Forscher. Und dass da, und nun versuche ich herauszufinden, wie sie das abgespielt hat mit der Tür. Wieso? Das wie kommt die auf die Tür? Ja, die Geschichte mit der Tür ist ja hochinteressant. Für ihn, für den Kommissar ist es das, die Schlüsselerkenntnis. Aha. Da hat jemand in dem Apartment oder was immer das ist, in diesem Zimmer des Getöteten, so an der Tür gestanden, dass jemand anders entweder das Opfer oder den Täter so geschubst hat, dass dabei etwas passiert ist. Oder etwas deutlich wird. Oder das deutlich wird. Aber ich meine, in dem Raum sind damals zwei Menschen gewesen, nämlich der Getötete und das von mir bezeichnete Opfer. Ja, aber jetzt muss ich mal einhaken. Und zwar das wäre also der Forscher selbst. Ja. Ich bin der Meinung. Ja, und wie weit würde jetzt Ihre Argumentation gehen, könnte dieser Forscher, also wir wollen nochmal eben den Namen sagen, Rudolf Schindler spielt ihn, Fougeray. Würde also eure Argumentation dahin führen, dass der sogar als Täter in Frage käme? Ja, kann das sein, dass er ein Täter wider Willen geworden ist? Durch dieses Geschehen, dass sich hinter ihm die Tür öffnet und er in einem Reflex etwas tut, was er gar nicht gewollt hat? Ja, ich werde jetzt noch nicht darauf antworten. Also ich muss nur sagen, das darf ich vorwegnehmen. Wie immer, eure Gedanken jetzt auch weiterführen oder von euch weitergeführt werden. Ihr seid absolute Spitze, das darf ich schon mal verraten. Denn die Geschichte ist nicht nur sehr verwirrend, sondern sie ist wirklich kompliziert. Und ich habe schon gewusst, warum ich euch beide hergeholt habe. Heidrun, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich wollte Folgendes sagen. Es gibt ja diese Tür, also es muss irgendwas mit der Tür zu tun haben. Völlig klar. Aber im Bild gesehen haben wir die erste Türszene, wo er nämlich vor der Tür liegt, wo die nicht reinkam. Die überzeugt mich nicht. Also das muss so etwas sein. Na, die überzeugt mich nicht. Der ist ja hingefallen, weil er verletzt ist und stirbt, er wird ohnmächtig am Telefon. Aber anders, stell dir mal dieses Zimmer vor, in dem der Tote liegt. Da ist die Tür, links davon ist der Tisch. Er liegt mehr oder weniger unter dem Tisch. Das heißt, er ist so gestürzt, er kann gestürzt sein, dadurch, dass jemand sehr heftig die Tür geöffnet hat. Oder dass einer die Tür geöffnet hat und eine andere, der schon mit ihm im Zimmer war, hat ihn zu Fall gebracht. Ja. Denn auch ist davon die Rede, dass das Projektil im Körper sitzt von oben nach unten. Und vor allen Dingen der alte Vater, der war ja gar nicht gegen diese Ehe. Er wurde ja auch benutzt von der Frau. Nicht? Und sie sagt einmal zu ihm, du hast 4 Wochen Zeit. Vielleicht wollte er da sogar irgendetwas verhindern. Aber er will natürlich Geld haben für das, was er erfunden hat. Mhm. Und er sagt ja eindeutig, in dem eigenen Betrieb, in dem sie das Sagen hat, hätte ich nichts davon gesehen. Weil sie die Inhaberin dieses... Vielleicht ist er unfreiwillig der... Nee.
derjenige, nee, also der getötet hat. Ich glaube, das alles rundherum, sag ich mal. Also ich komme noch mal auf die Tür. Tür am Anfang liegt ja. Er davor. So, die kommen da nicht rein. Das hat hier das Gleiche, was zum Schluss eigentlich auch passierte. Ja. Nicht? Also, dass der Inspektor da vor der Tür stand und sagte, ja. Aha. Ja. Nicht? Und wir sollen ja auch so. Aha denken. So. Ja. Nun denke ich, also das haben wir gesehen. Das andere, was du jetzt ansprichst, das heißt also mit dem Tisch und dem Koffer und wo der Hans-Jürgen Bäumler daneben liegt, das haben wir ja nicht gesehen. Das ist ja nur unsere Fantasie. Ja, ja. Dazu müsste man eigentlich diese Szene noch mal sehen, in welche Richtung die Tür aufgeht. Die Tür geht nach innen da auf. Ja, aber nach links oder nach rechts? Ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Aber wer hat einen Schlüssel für dieses... Das hatte eben, also eigentlich die Verlobte. Ja. Wurde ihr geklaut? Wurde ihr von der Tante gestohlen. Ja. Ihr habt diesen Schlüssel. Genau aufgepasst, ja. Und dennoch, ich meine, die Tür war ja nun mittlerweile, also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute da alle reingegangen sind. Ja, nicht? Taubenschlag, also, ja. Das ist wie ein Taubenschlag, genau. Ja, aber es wurde auch gesagt, die Tür ist nur von innen zu öffnen. Außer man hat einen Schlüssel. Ja. Du kannst nicht wie bei einem Handgriff sagen, so, ich will mal schnell zu meinem Freund, dem Tänzer, und machst die Tür auf. Das geht nicht. Schlüssel hat aber nur die Frau. War das nicht zur Ballettschule, der Schlüssel? Nein, nein. Ja, dann würde die Mutter noch den Schlüssel haben. Mutter ist mir auch nicht so ganz geheuer. Ja, was wollte ich gerade sagen? Was sie ist mir auch nicht ganz geheuer. Aber die wird nicht ihren Sohn. Nein, aber sie ist eigentlich nur dargestellt, und ich vertraue ja immer der Regiekunst des Meisters, dass er schon mit durchschimmern lässt, ist es Verstellung. Denn das war am Anfang ganz klar, dass er mit dem Buch, da hat er so glänzend gespielt, dass einer, der genau hinguckt, hat, der spielt dem Kommissar den Diebstahl des Buches vor. Nee? Also, und wenn man das auf die anderen Schauspieler überträgt, ist mir die Mutter über den Schmerz des Todes ihres Sohnes eigentlich nur wütend auf die anderen. Aber es ist nicht der Schmerz einer Mutter, die feststellen muss, mein Sohn ist umgebracht worden. Genau wie bei der Verlobten. Machen wir mal einen Redaktionszwischenschluss. Ja. Ganz klipp und klar, verehrte Heidrun von Gössel, wer darf es denn sein nach Ihrer Meinung? Wer muss es sein? Wen? Wir müssen jetzt einen Namen nennen. Ja. Yes. Also ich bin immer noch der Meinung, das sei die Tochter Foucheret. Und, Willen? Ich meine, es ist Foucheret. Meine Damen und Herren, Sie zu Hause haben, glaube ich, jetzt auch noch Muße gehabt, sich gehörig in die Haare zu bekommen, beziehungsweise wirklich dem Täter auf die Spur. Gucken wir uns doch mal an, wer es nun wirklich war. Tragen Sie einen Revolver bei sich? Jeden Tag habe ich diese Frage gelesen. Und jetzt, wo ich vielleicht einen brauchte, es kann nämlich sein, dass Sie mich erschlagen werden, wenn ich Sie auf die winzige Kleinigkeit aufmerksam mache, die Sie selber hätten bemerken sollen. Sie lag schon ganz am Anfang unserer Untersuchung. Daraus folgt, dass die Herrschaften, die sich zu spät vor ihr Fernsehgerät gesetzt haben oder noch dabei waren, die letzten Nachrichten der Tagesschau zu diskutieren, diese Kleinigkeit vielleicht versäumt haben. Also, passen Sie gut auf. Das ist das Labor von Monsieur Fougeret. Mhm. Also, wenn Sie mich fragen, ich glaube, da hat sich jemand einen üblen Scherz mit Ihnen erlaubt. Frag Sie aber nicht. Oder ist das auch ein Scherz? Scherben. Donnerwetter. Was ist denn da passiert? Wo haben Sie Ihr Telefon? Im Zimmer nebenan. Die Tür geht nicht auf, da klemmt irgendwas. Lassen Sie mich machen. Gibt es noch eine andere Tür, dass jemand reinkommt? Nein, nur die hier. Soll ich mal mit Gewalt? Ja, aber seien Sie vorsichtig. Genügt das? Kommen Sie, Sie sind schlanker! Na, was ist? Augenblick! Da liegt ein Mann. Das ist Monsieur Rabiak. Ist er tot? Bin ich ein Doktor? Nun, das ist doch deutlich genug.
Von dem Moment an, wo Monsieur Robillard zusammenbrach, konnte niemand mehr, also auch nicht Monsieur Fougeret, das Zimmer betreten, in dem sich das Heft befand. Und da sich besagtes Heft nicht mehr vorfand, als die Polizei kam, muss Serge es vorher mitgenommen haben. Sind wir soweit einer Meinung? Folglich hat sich Monsieur Fougeret das Heft bei Serge wiedergeholt. Und dazu musste er wohl oder übel das Tanzstudio betreten. Da aber die Tür einen automatischen Verschluss hat, muss Serge sie ihm aufgemacht haben. Und wenn Serge die Tür aufmachte, lebte er selbstverständlich noch. Freiwillig aber hätte er das Heft niemals herausgegeben. Folglich, naja, er lebte, als Monsieur Fougeret eintrat, und er war tot, als er hinausging. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Da ist doch irgendein Haken an Ihrer Geschichte. Das Fachgutachten hat doch bewiesen, dass Serge durch eine Kugel aus seiner eigenen Pistole getötet wurde. Und auf der Pistole waren nur seine Fingerabdrücke. Also müsste es doch Selbstmord gewesen sein. Aber es gibt dann noch eine andere Lösung. Und zwar die richtige. Nämlich die. Monsieur Fougeret. Wie gesagt, um 12 Uhr hatte ich als Letzter das Büro verlassen. Ich hatte meine Brieftasche vergessen und deshalb bin ich noch einmal zurückgekommen. Aber als ich dann zurückkam, da sah ich Serge davonlaufen. Der Laborwärter war nicht da. Ich ging also hinauf und sah die ganze Unordnung. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass nur Serge das getan haben konnte, um sich zu rächen. Ich ging also zu ihm, um ihn zur Rede zu stellen. Was soll das eigentlich heißen? Nur weil ich gegen diese Heirat bin, da gehen Sie in unser Labor, schlagen ein paar Reagenzgläser kaputt und kommen sich dabei wahrscheinlich noch sehr stark vor. Das Geld für den Schaden kann mir mein Vater ja von meinem Erbteil abziehen. Ein Erbteil, das Ihnen nicht zusteht, aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ach, Sie wollen verreisen. Das ist ja mein Heft, das sind ja meine Aufzeichnungen. Geben Sie mir mein Heft zurück. Ich denke nicht daran. Mit diesem Heft werde ich endlich das Geld bekommen, das mir mein Vater vorenthält und das mir die Möglichkeiten gibt, das zu tun, was ich tun möchte. Ich denke dabei im Besonderen auch an Ihre Tochter. Ich warne Sie, geben Sie mein Heft heraus. Sie wissen, dass Sie keine Chance haben, es zu behalten. Ich könnte Sie zusammenschlagen, aber ich habe Respekt vor dem Alter. Das Heft bleibt hier, verstanden? Und Sie machen, dass Sie jetzt rauskommen. 3 Jahre Arbeit! Sie doch vernünftig! 3 Jahre Arbeit! Dass er tot war. Zuerst war ich wie gelähmt. Aber dann schließlich mit einem Mal erkannte ich durch dieses Heft, mit diesem Heft die große Chance, vielleicht die einzige, mich zu befreien von dieser schrecklichen Familie. Ich wollte meine Erfindung verkaufen und mit meiner Tochter fortfahren, weit fort und all diesen Menschen, vor allem Madeleine und Louis, nie wieder begegnen. Das wollte ich. Aber Serge töten, ihn umbringen, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Tja, so dumm ist das passiert. Ein Toter um nichts und wieder nichts, ein Verbrechen, das gar keins war, und ein Täter, das sage ich Ihnen ganz offen, der mir eigentlich leid tut. Und die Moral von der Geschichte? Ja, meine Herrschaften, die müssen Sie selber finden. Aber vielleicht ist es erlaubt, eine Lehre daraus zu ziehen. Wenn man schon eine reiche Frau heiratet, dann sollte man sich auf gar keinen Fall auf Gütertrennung einlassen. Guten Abend. Ja, das war toll. Also du warst richtig also gut. Also erst einmal großer Applaus. Ich bin auch einzig gekommen. Natürlich ist das so, dass wenn man muss nur die Fantasie denn ansetzen. Wenn man sagt, er hat den einen Schuss aus seiner eigenen Waffe abgegeben, auf der auch nur seine Fingerabdrücke waren. Ich bin natürlich nicht auf die Möglichkeit gekommen, dass die Waffe schon auf den alten Herrn gerichtet war und dass es dabei natürlich zu einer Prügelei kommt, während der Junge die ständig die Waffe bei sich behält, aber die dann plötzlich so gegen ihn gerichtet ist. Und dann aber großartig war ja zum Beispiel schon Ihre Überlegung mit dem Projektil. Es wird ja genau gesagt, wie das Projektil eingetreten und ausgetreten ist. Also ich glaube,
Das darf man sagen. Wilhelm war sozusagen schon im Range eines leitenden Kriminaldirektors. Aber Heidrun, ich würde genauso, wenn ich ihn aufhätte, denn einen abnehmen vor ihren großartigen Kombinationen, die sehr vom Gefühl diktiert waren. Und das ist ja nun auch ganz ohne Frage ein Problem bei den echten Kriminalbeamten, eben doch die Indizien zusammenzutragen und dann doch den Verstand im Sinne der Emotion so weit auszuschalten. Im Übrigen war die Geschichte ja gut genug, Jürgen. Ich meine, ich war ja froh, dass wir beide eine verschiedene Spur hatten, die beide natürlich außerordentlich legitim sind. Denn als Heidrun sagte, die Eifersucht, und ich habe ja auch noch zugestimmt, die Kühle dieses Mädchens, nachdem sie weiß, dass er tot ist, war doch schon sehr verdächtig. Ja, ja. Nicht? Ja, ja. Und ja, ja. So soll ja auch eine Geschichte geschrieben sein, dass es, dass man von einem Punkt an sagt, an dem man denn gefragt würde, wie wir jetzt gefragt worden sind, da liegt ein Motiv, hier liegt ein Motiv und so weiter. So, das war also dann ein Volltreffer für beide Herrschaften. Ja, also. Und dann bleibt mir doch natürlich nur zu wünschen, dass Sie zu Hause nun nicht zu einem geradezu verbrechensähnlichen Zustand gekommen sind. Ich denke daran, an den Vater, der empört auf den Tisch des Hauses schlägt und sagt, na, also das konnte man gar nicht rauskriegen. Und Mama sagt, ich habe es doch gewusst, wer es war. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir wollen ja spielerisch und mit sehr viel Schmunzeln dem Täter auf die Spur kommen. Aber zum guten Ende möchte ich doch noch jetzt ganz unabhängig von dem kriminalistischen Geschehen eine Frage an Sie richten, Heidrun. Mhm. Es war, glaube ich, für viele unserer Zuschauer eine große Freude, Sie einmal in einer ganz anderen Profession heute Abend zu erleben, als durchaus nachdenkliche, blitzgescheite Lady dieses Hauses Fernsehen. Und Sie wissen, dass dieser Beruf einer Fernsehmoderatorin natürlich heute in der Top-Liste der Traumberufe steht. Mhm. Wie würden Sie es selber sehen? Ist es ein Traumberuf? Also es war nie mein Traumberuf. Mhm. Ich bin das halt geworden und habe über viele Wege und so, ich mache es jetzt seit 20 Jahren und möchte eigentlich auch nicht davon lassen, sage ich mal. Ja, ich möchte es auch noch weitermachen. Aber eigentlich ist mein Traumberuf, mehr Dinge zu realisieren und eigentlich mehr hinter der Kamera zu stehen. Deswegen das ist eigentlich alle Voraussetzungen für eine überaus tüchtige und attraktive Kriminalbeamtin. Wilhelm, wie war es bei Ihnen? Sie sind ja ein gelernter Schauspieler. Ja. Und ist dieser Beruf des Sprechers der Tagesschau, also eines Mannes, der ja nun einen Bekanntheitsgrad hat wie kaum ein anderer in der Republik, ist das das, was Sie nun doch voll ausfüllt? Oder Sie lesen ja sehr viel. Also die Bekanntheit füllt mich nicht aus, Jürgen. Wenn man sich davon abhängig macht, dann geht man einen sehr gefährlichen Weg. Das wollte ich hören, ja. Wenn man diesen Beruf ernst nimmt, das tun wir alle, die wir in dem Ensemble arbeiten, dann müssen wir uns als immer noch zu verbessernde Profis verstehen. Und ich glaube, das sind wir auch. Mhm. Wir sind ein gutes Ensemble und ich bin ein Ensemblemitglied. Das ist ein Beruf, den ich sehr ernst nehme, den ich mag, um die Frage für mich aufnehmen zu dürfen, ob es der Traumberuf ist. Ich fühle mich in diesem Beruf sehr wohl. Als Traumberuf hätte ich mir zwei andere Dinge vorstellen können. Architekt oder Pianist. Hochinteressant. Das sind aber Dinge, für die muss man mehr begabt sein, als ich es bin. Und muss auch Chancen ich glaube, dies kann ich und ich bin mit dem Können selten zufrieden. Das heißt, wir arbeiten immer weiter an uns. Und wenn man uns in dieser Position, in dieser Arbeit belässt, glaube ich, ist nicht nur uns sehr geholfen, sondern auch den Adressaten, dass die verständnisvoll etwas serviert bekommen, also was ohnehin ein schweres Metier beinhaltet. Und die direkte Begegnung mit dem Publikum suchen und finden Sie ja. Habe ich manchmal auch noch. Manchmal, wenn Sie Ihre Lesung machen. Oder und wenn ich in der Hamburgischen Staatsoper den Selim Basler gebe. Also in der Tat eine sehr vielseitige Person, Persönlichkeit dieser Wilhelm Wieben. Und dass er nun auch noch Täter wirklich perfekt ermittelt, macht das Bild rund. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie uns heute zugeschaut haben, dass Sie mitgeraten haben. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, dem Täter auf der Spur.
ich habe keine Minute Zeit. Hey, Moment, meine Maschine nach New York muss raus. Das macht nichts, die fliegt auch ohne Sie. Ja, aber in einer halben Stunde, die muss wirklich raus. Und Sie werden wahrscheinlich reinkommen, mein Freund. Und zwar ins Gefängnis, mein Lieber. Es sei denn, Sie liefern uns hier und sofort ein kristallklares Alibi für den gestrigen Tag. Genau gesagt für 12 Uhr mittags. Gestern Mittag um 12? Ganz präzise, von 12 Uhr bis 12.30 Uhr. Und ich kann Ihnen die Antwort auch schon abnehmen. Sie waren bei Serge Nuschkin, haben ihn umgebracht, ein paar ganz wichtige Sachen mitgehen lassen, die in New York eine ganze Menge Geld eingebracht hätten. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Na ja, zwei Zeugen haben Sie gesehen. Den Hausmeister und seine Mutter. Und wie die Dinge liegen, sind Sie der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Ja gut, ich gebe zu. Serge hatte mich gebeten, ihm einen Gefallen zu tun. Die Filme nach New York zu bringen, das wissen wir. Also lassen wir das. Was war gestern? Nee, er hatte gesagt, ich sollte zwischen 12 und 2 vorbeikommen. Dann würde er mir die Filme geben. Ich kam um... 12:15. Ja. Seine Mutter hat sie im Studio allein gelassen. Und er? Er kam gegen 12:30. Ganz aufgeregt. Er sagte, er sei beim Fotografieren überrascht worden. Er hätte sogar seinen Vater niederschlagen müssen. Alles sei verloren, die ganze Unternehmung im Eimer. Und dann bin ich weggegangen. Das ist alles. Und das Heft? Heft? Hat er kein Heft bei sich? Keins gesehen. Lassen Sie sehen. Moment doch mal. Fotografieren Sie auch? Ja. Mhm. Der ist neu. Ja, ja. Sie machen ihn unbrauchbar. Nicht weinen, wir kaufen dir einen neuen. Das hat man dir als neuen Film verkauft? Das ist Betrug. Du solltest die Leute verklagen. So, mein Junge, jetzt wirst du uns alles erklären. Ja, wo hast du die Fotos? Na? Ja, das sind die ersten, die er aufgenommen hat. Wann? Ja, Anfang der Woche. Woher hast du sie? Woher du sie hast? Von Serge. Aber sie war nicht vollständig. Deshalb ist sie ja gestern noch einmal hingegangen. Wenn sie nicht vollständig waren, warum hast du sie da mitgenommen? Nur so. Was heißt das nur so? Na ja, für den Fall, ich meine, vielleicht konnte ich trotzdem damit Geld machen. Na gut. Mit dem Fall, dass du ihn umgebracht hast, um an die Filme heranzukommen. Aber ich wusste nicht einmal, dass er tot ist. Liest du die Zeitungen nicht, die du dir kaufst? Dabei steht es auf der ersten Seite. Aufnahme. So, du bist fertig. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass Sie hier sind. Doktor, in Ihrem Alter, ich verstehe das nicht. Aber lieber Herr Kollege, rein dienstlich natürlich. Natürlich. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber eine Polizeistreife hat Sie soeben vor der Präfektur aufgegriffen, wie Sie beim Ablegen Ihrer Oberbekleidung für die Erhöhung der Beamtengehälter protestierte. Sympathisch, sehr sympathisch. Ja. Und so weit ist sie gekommen, bis wir eingreifen konnten. Und wie weit sind Sie gekommen? Ach, richtig, ja, in der Mordsache Nuschkin. Natürlich. Was dachten Sie denn? Oder haben noch ein paar nachhängige Amtsgelder protestiert? Also getötet wurde er ganz eindeutig durch eine Kugel mitten ins Herz. Und zwar durch Schuss von oben nach unten und von rechts nach links. Ja, und die Todesstunde? Zwischen 12 und 15 Uhr. Danke, Doktor. Das wäre es erstmal. Zwischen 12 und 15 Uhr. Ist aber auch nicht gerade sehr genau. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das hätten Sie ihm aber nicht sagen dürfen. Natürlich, Herr Inspektor, ich weiß. Ich habe ja auch nur gesagt, Sie würden das sicher nicht sagen. Also schön. Zwischen 12 und 3. Ja, und das bedeutet, der Bursche mit dem Wagen könnte womöglich der Mörder sein. Was für ein Bursche und was für ein Wagen? Ja, deshalb rufe ich Sie ja gerade. Die Verkehrsabteilung hat angerufen, ein Wagen hat gestern um 14 Uhr vor dem Haus des Opfers geparkt. Ja, und? Dort ist Parkverbot. Ein Polizist hat ihn aufgeschrieben und als er jetzt von dem Mord hörte, hat er uns die Wagennummer mitgeteilt. Ich höre. Wie bitte? Ja, die Autonummer. Ach so, ja. Hier, 507JY75. Gut. Und jetzt auf zur Kraftfahrzeugkarte. Dankeschön, Schwester. Nun, Monsieur Robillard, wollen Sie es nicht zugeben, dass Ihr Sohn es war, der Sie niedergeschlagen hat? Ich verstehe Sie nicht. Ich habe nie behauptet, ich sei niedergeschlagen worden. Ich wollte ihn nur zurückhalten und dabei hat er mich gestoßen. Ich habe das Gleichgewicht verloren und ich bin eben sehr unglücklich hingefahren. Na ja, schön, aber er war es doch, den Sie gesehen haben. Ja. Und warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Sehen Sie, ich habe mich nie sehr viel um meinen Sohn gekümmert, aber ihn belasten, gegen ihn aussagen, nein, das wollte ich nicht. Vielleicht war es sogar meine Schuld, dass alles so weit gekommen ist, wer weiß.
Alles, was ich wissen möchte, ist, ob er das berühmte Heft mitgenommen hat. Das weiß ich nicht. Er hat es jedenfalls nicht in der Hand gehabt. Sind Sie sicher? Warum sollte ich lügen, jetzt, wo er tot ist? Ja, und noch etwas. Hat Ihre Frau nur aus Geschäftsinteresse die Heirat Ihres Sohnes mit Mademoiselle Fougeret verhindern wollen? Ja, ich glaube. Was heißt, ich glaube? Nun, ich weiß nicht, ob mein Sohn mir die Wahrheit gesagt hat, aber er hat mir da etwas erzählt. Dass sie mitschwenken, mein Gesicht ist pausenlos im Dunkeln. Ja, hat er das nicht gemacht? Alter, du musst mitgehen, der Verfolger muss drauf. Hallo Serge, überrascht mich hier zu sehen. Allerdings, warum so frostig? Ich möchte mit Ihnen plaudern, in aller Freundschaft natürlich. Ich wüsste wirklich nicht, was wir uns zu sagen haben. Ich wüsste eine ganze Menge. Los, mach hin, raus. Ja. Sie, Madame? Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Warum mögen Sie mich nicht, Serge? Wissen Sie das wirklich nicht? Sie sollten mich wenigstens einmal anhören. Ich bin sich schuldig in einer Erklärung nach diesem Abend auf der Kegelbahn. Aber alles, was ich gesagt habe und alles, was ich tue, geschieht allein in Ihrem Interesse. Wie bitte? Ja, ich denke nur an Sie und an Ihre Zukunft. Sie sind ein großes Talent, Serge. Danke. Und sehr begabt. Plötzlich wollen Sie heiraten. Der Bürgerlichen. Der Spießern in unserem Haus und der Wissenschaftlern und Kaufleuten. Dann ist es aus mit dem Tanzen, auch mit der Kunst. Ja, das möchte ich gerne verhindern. Rührend, sehr rührend. Überlassen Sie meine Zukunft gefälligst mir. Sie werden die Letzte, auf deren Hilfe ich Wert lege. Serge? Bitte? Das ist doch etwas anderes. So, was denn? Verstehen Sie mich? Verstehst du mich wirklich nicht? Ach, so ist das. Das darf doch nicht wahr sein. Erst der Vater und dann der Sohn. Sie haben wirklich Familiensinn. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Die Vorstellung ist gleich zu Ende. Wir können zusammen essen gehen. Wir können von Ihren Plänen reden. Ich bin überzeugt, ich kann Ihnen helfen. Wollen Sie? Nein. Wenn Sie sich unbedingt an den Schigolo halten wollen, bitte. Ich bin gerne bereit, mich bei meinen Kollegen umzuhören. Vielleicht findet sich jemand, dem es auch noch Spaß macht. Absurd, wirklich absurd. Von wem haben Sie diesen Unsinn, wenn ich fragen darf? Sie dürfen. Von Ihrem Mann. Das glaube ich nicht. Wenn Sie mir nicht glauben, Madame, dann wollen wir Ihren Gatten bitten, es zu bestätigen. Allerdings, das möchte ich von ihm selbst hören. Wie Sie wünschen. Ja. Ja. Oh, guten Tag, Herr Kommissar. Was soll ich gesagt haben? Ich denke ja gar nicht daran. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich habe Ihnen nie erlaubt, wenn Sie meine vertrauliche Mitteilung irgendwie gebraucht haben, dann werde ich dementieren. Kategorisch. Also gut, reden wir nicht mehr darüber. Schon vergessen, Herr Kommissar. Ich bin ja nicht nachtragend. So, jetzt muss ich aber gehen. Ach, ich habe da noch eine Frage. Ja? Was hatten Sie eigentlich gestern im Tanzstudio zu suchen? Ich? Ja, Sie. Gestern Nachmittag um 2 Uhr. Ach, da war ich doch in der Klinik bei meinem Mann, ne? Und das hier? Was ist das? Das ist ein Strafmandat. Ausgestellt um 2.05 Uhr vor dem Tanzstudio von Madame Nuschkin. Ich sagte Ihnen ja schon einmal. Ihr Wagen ist nicht zu übersehen. Ich bestreite es ja gar nicht. Das wird Ihnen noch wenig nützen. Ja, aber als ich hinkam, war Serge schon tot. Ja, so war's. Wenn Serge schon tot war, wie sind Sie dann in die Wohnung gekommen? Die Tür war nur angelehnt. Ich brauchte sie nur aufzudrücken. Aber sehr einfach, oder? Vielleicht hat der Mörder die Tür offen gelassen, als er das Haus verließ. Das tut mir leid, Madame, aber das ist unmöglich. Sie werden es vielleicht nicht bemerkt haben, aber die Tür hat einen automatischen Verschluss. Wenn Sie also hinein konnten, muss Serge ihn geöffnet haben. Folglich war er in diesem Augenblick noch am Leben. Nein, er war tot. Also, wie sind Sie reingekommen? Ich hatte einen Schlüssel.
Ach, Sie hatten einen Schlüssel. Ja, aber nicht, was Sie denken. Ich hatte ihn von Claudine konfisziert. Was wollten Sie eigentlich bei Monsieur Serge? Mein Gott, verstehen Sie doch, nach allem, was mir mein Mann gesagt hat, musste ich doch annehmen, dass Serge das Heft gestohlen hat. Ich wollte ihn bitten, es wieder zurückzugeben. Und? Haben Sie es gefunden? Nein, ich hatte nicht mehr den Mut, danach zu suchen. Hallo, Chef. Kommen Sie einen Moment. Was gibt's denn? Auf jeden Fall etwas, das Sie interessieren wird. Ja, was ist denn nun mit diesem Anruf? Monsieur Larnoruffet hat angerufen. Das erzählen Sie mir jetzt schon zum vierten Mal. Wer ist denn das überhaupt? Dieser Schützenkönig. Und? Diesmal hat er eine 12 geschossen. Ich bin überzeugt, er hat den Schlüssel für die Auflösung. Voilà. Wo? Am Montmartre. Genauer an der Sacré-Cœur. Ganz genau an der Station der Seilbahn. Sagen Sie mal, ist dieser Wagen überhaupt polizeilich zugelassen? Aha. La Butte Montmartre, le Sacré-Cœur, à tous les regards. 130 meters altitude is the highest spot in Paris. Durch die durchschüttelnde Marschteiletreppe bald entdeckt er einen unendlich weiten Horizont. Die bescheidene Kirche Saint-Pierre und der Sacré-Cœur stehen ganz dicht nebeneinander. Holding his decapitated head in his hands, he climbed the hill and fell 8 kilometers further on at the spot of 70 8 kilometers verder neer te storten op de plaats die later Saint-Denis zal worden. Selon lui présumé de la sépulture, la piété populaire avait élevé une chapelle. On a supposed to know where place a chapel has been erected. Also a celebrated abbey, founded at the close of the 11th century by the monk Monsieur Larnoruffet. Ja, ja, wir kennen uns. Ja, als Sie mich da gestern belästigten, habe ich kein Wort von Ihrer Geschichte geglaubt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Besonders in unserem Beruf, wo es nur uneigennützige Leute gibt, wo das Geld nur ein Instrument der Wissenschaft ist. Ja, ja, und was weiter? Vor einer Stunde bekomme ich den Anruf eines Unbekannten, der mir ohne weitere Umschweife vorschlägt, mir sämtliche Dokumente über das Hemilosol zu verkaufen. Dieses Produkt, ich weiß. Selbstverständlich habe ich abgelehnt. Was? Das hätten Sie nicht tun sollen. Aber der Unbekannte bot mir einen Treffpunkt an. Und falls ich meinen Entschluss noch einmal überprüfen sollte. Und? Da unten. Die Talstation der Seilbahn, die herauf zum Montmartre führt. Um wie viel Uhr? 16.30 Uhr. Ja, haben wir gerade noch Zeit. Gut, Sie warten da, wo er Ihnen gesagt hat. Wir stellen uns hier an der oberen Station auf. Wenn er kommt, steigen Sie mit ihm in die Drahtseilbahn. Und wir nehmen ihn dann hier oben in Empfang. Gut. Wie erkennen Sie ihn denn? Er wollte ein Buch in der Hand haben. Was für ein Buch? Lady Chatterleys Liebhaber. Pikant, pikant. Es ist soweit. Er ist eingestiegen. So, so, Sie haben das Heft in Ihrem Auto. Und woher weiß ich, dass das alles kein Schwindel ist? Ja, ja. Gute Lady Chatterley. Bin ich aber tatsächlich gespannt. Monsieur Fougère. Sie sind noch nicht an der Reihe. Na,
endlich das berühmte Heft. Lag es da, wo er gesagt hat? Ja, unter dem Vordersitz in seinem Wagen. Na gut, fangen wir an. Ist es das? Ja. Also ich muss sagen, das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich erlebe, wie einer sich selbst bestiehlt. Denn Sie haben doch das alles geschrieben, was in dem Heft steht. Sie haben doch dieses Hemulisol entdeckt. Also gehört es doch Ihnen. Nein, eben nicht. Wieso nicht? In diesem Haus war ich immer nur der Angestellte meiner Schwägerin. Ich habe einen Vertrag wie jeder andere Forscher auch. Und dem Labor, also ihr, gehört alles, was ich erfinde. Die Millionen, die meine Erfindung eingebracht hätten, die hätte ich... Keinen Pfennig hätte ich davon gesehen. Meine Schwägerin hat mich immer nur ausgebeutet. Sie hat mich erniedrigt. Also, wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie alles nur getan, um Ihre Schwägerin zu schädigen? Nein. Um mich zu befreien. Ja, mich zu befreien. Die Gelegenheit bot sich. Ich habe es ja gehört. Zur Sache, Monsieur. Wann haben Sie das Heft an sich genommen? Denn als Sie um 12 Uhr das Labor verließen, lag es noch auf dem Tisch. Das jedenfalls steht fest. Und Sie haben doch als Letzter das Labor verlassen. Ja. Also? Ich bin noch einmal zurückgekommen. Wann? Vielleicht eine Viertelstunde später. Ich hatte meine Brieftasche vergessen. Und dann? Als ich ins Labor zurückkam, da sah ich meinen Schwager am Boden liegen, blutüberströmt. Sofort dachte ich an das Heft, an einen möglichen Diebstahl. Ja, aber es lag noch auf meinem Schreibtisch. Und dann ist mir die Idee gekommen... Der wirkliche Dieb zu werden, in der Hoffnung, man würde es dem vermutlichen Dieb, das heißt dem Angreifer, noch anlassen. Ja. Monsieur Bernard. Was? Entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht eine Minute Zeit? Ja. Das Ergebnis der ballistischen Untersuchung. Die Kugel aus dem Körper des Opfers ist aus seiner eigenen Pistole verfeuert worden. Also doch Selbstmord. Verzeihung, aber man erschießt sich nicht, wenn man einen Koffer packt. Was? Es sei denn, man braucht Wäsche zum Wechseln zur Reise in die andere Welt. Oh! Verzeihung, Chef. Können Sie nicht aufpassen? Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass Sie hinter der Tür stehen. Haben Sie wehgetan? Ach was. Da. Ja, natürlich. So war's. Bravo, Jeannot. Sie haben die Lösung gefunden. Ich? Ja. Ja, aber nein. Da bin ich ganz sicher. Moment. Na, was fällt Ihnen dabei ein? Das war's. Und was bitte? Ja, genau das. Also war es ein Selbstmord? Nein. Selbstmord. Und wer ist der Täter? Sehen Sie mal nach. Er ist auf dem Korridor. Ja? Na, was ist? Also ich werde nicht schlau daraus. Und Sie? Ja, meine Damen und Herren. Ganz schön verwirrend. Ganz schön verwirrend, Heidrun. Ganz schön verwirrend, Wilhelm Wieben. Wir haben zwei handverlesene Kollegen heute hier zu uns gebeten, die Ihnen zu Hause und natürlich unseren beiden Kommissaren Bernard und Jeannot helfen sollen. Heidrun von Gössel und Wilhelm Wieben. Herzlichen Dank, dass ihr euch hier in das Getümmel stürzen wollt. Getümmel insofern, dass es ja eine Unzahl von Verdächtigen sind, die es nun gilt, auszusortieren, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann kommt man auf den Täter. Eigentlich ganz einfach. Wer ist es denn, Heidrun? Also die Tochter Fouchère habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, die Verlobte oder beinahe Frau von dem Bäumler. Und hat ihr auch ein Argument, ein Motiv? Eifersucht, aber hallo. Eifersucht. Wie schön du das sagst, das finde ich überzeugend. Das verstehe ich. Ein sehr weibliches Argument. Ja, aber die ist doch nur benutzt worden. Nicht? Das, ja, hat das sie erfährt ja doch, sie. Das, ja. das erfährt dass sie. Dass sie ja. nur benutzt genau. worden. Ja. Ja. Also, und das Ganze rundherum, also mit dem Heft, was ja in der Zwischenzeit sich wieder angefunden hat und so.
Na, das ist also eine Ablenkungsmanöver, sie ist mit auch Sicherheit. Eigenartig kühl, nicht? Ja, findest du nicht? Sie ist, sowas. Also entschuldige mal, nachdem sie weiß, erfährt, dass er tot ist, na, sie hat nicht eine Träne bis dahin. Na, dann heule ich aber. Ich habe aber auch noch einen anderen Tipp. Aber ja? Sag ja? Jemand ja. Erstmal. Ja. Ja. Also das ist ja interessant, denn die Tötungsart als solche ist natürlich ein bisschen atypisch. Frauen pflegen ja quer durch die Kriminalgeschichte aller Länder, speziell natürlich der unsrigen hier in Mitteleuropa etc., eher Gift zu bevorzugen oder solche etwas appetitlicheren Tötungsarten. Wilhelm, was meinen Sie? Also ich meine, es gibt in diesem ganzen Spiel ein Opfer. Ja. Und das Opfer ist der Forscher. Ja. Und der Forscher wird benutzt von der Frau, ich nenne lieber die Schauspieler, die anderen Namen Medi-Rahl, kann ich nennen, ne? von Medi-Rahl. Ja. Und er ist aber die Kapazität, er hat das Ganze gemacht, er ist aber total abhängig. Er sagt auch zum Schluss, ich wollte mich einmal befreien. Und es muss doch es muss eine Verbindung geben zwischen dem tatsächlichen Opfer, also dem Toten, jetzt Toten, und diesem eigentlichen Opfer, dem Forscher. Und dass da, und nun versuche ich herauszufinden, wie sie das abgespielt hat mit der Tür. Wieso? Das wie kommt die auf die Tür? Ja, die Geschichte mit der Tür ist ja hochinteressant. Für ihn, für den Kommissar ist es das, die Schlüsselerkenntnis. Aha. Da hat jemand in dem Apartment oder was immer das ist, in diesem Zimmer des Getöteten, so an der Tür gestanden, dass jemand anders entweder das Opfer oder den Täter so geschubst hat, dass dabei etwas passiert ist. Oder und etwas deutlich wird. Oder das deutlich wird. Aber ich meine, in dem Raum sind damals zwei Menschen gewesen, nämlich der Getötete und das von mir bezeichnete Opfer. Ja, aber jetzt muss ich mal einhaken. Und zwar das wäre also der Forscher selbst. Ja. Ich bin der Meinung. Ja, und wie weit würde jetzt Ihre Argumentation gehen, könnte dieser Forscher, also wir wollen nochmal eben den Namen sagen, Rudolf Schindler spielt ihn, Fougeray. Ja. Fougeray. Würde also eure Argumentation dahin führen, dass der sogar als Täter in Frage käme? Ja, kann das sein, dass er ein Täter wider Willen geworden ist? Durch dieses Geschehen, dass sich hinter ihm die Tür öffnet und er in einem Reflex etwas tut, was er gar nicht gewollt hat? Ja, ich werde jetzt noch nicht darauf antworten. Also ich muss nur sagen, das darf ich vorwegnehmen. Wie immer, eure Gedanken jetzt auch weiterführen oder von euch weitergeführt werden. Ihr seid absolute Spitze, das darf ich schon mal verraten. Denn die Geschichte ist nicht nur sehr verwirrend, sondern sie ist wirklich kompliziert. Und ich habe schon gewusst, warum ich euch beide hergeholt habe. Heidrun, Sie wollten noch was sagen. Ja, ich wollte Folgendes sagen. Es gibt ja diese Tür, also es muss irgendwas mit der Tür zu tun haben. Völlig klar. Aber im Bild gesehen haben wir die erste Türszene, wo er nämlich vor der Tür liegt, wo die nicht reinkam. Die überzeugt mich nicht. Also das muss so etwas sein. Na, die überzeugt mich nicht. Der ist ja hingefallen, weil er verletzt ist und stirbt, er wird ohnmächtig am Telefon. Aber anders, stell dir mal dieses Zimmer vor, in dem der Tote liegt. Da ist die Tür, links davon ist der Tisch. Er liegt mehr oder weniger unter dem Tisch. Das heißt, er ist so gestürzt, er kann gestürzt sein, dadurch, dass jemand sehr heftig die Tür geöffnet hat. Oder dass einer die Tür geöffnet hat und eine andere, der schon mit ihm im Zimmer war, hat ihn zu Fall gebracht. Ja. Denn auch ist davon die Rede, dass das Projektil im Körper sitzt von oben nach unten. Das ist richtig, und vor allen Dingen der alte Vater, der war ja gar nicht gegen diese Ehe. Er wurde ja auch benutzt von der Frau. Nicht? Und sie sagt einmal zu ihm, du hast 4 Wochen Zeit. Vielleicht wollte er da sogar irgendetwas verhindern. Aber er will natürlich Geld haben für das, was er erfunden hat. Mhm. Und er sagt ja eindeutig, in dem eigenen Betrieb, in dem sie das sagen hat, hätte ich nichts davon gesehen. Weil sie die Inhaberin dieses... Vielleicht ist er unfreiwillig der... Nee,
derjenige, nee, also der getötet ich hat. Ich glaube, das alles rundherum, sag ich mal. Also ich komme noch mal auf die Tür. Tür am Anfang liegt ja. Er davor. So, die kommen da nicht rein. Das hat hier das Gleiche, was zum Schluss eigentlich auch passierte. Ja. Nicht? Also, dass der Inspektor da vor der Tür stand und sagte, ja. Aha. Ja. Nicht? Und wir sollen ja auch so. Aha denken. So. Ja. Nun denke ich, also das haben wir gesehen. Das andere, was du jetzt ansprichst, das heißt also mit dem Tisch und dem Koffer und wo der Hans-Jürgen Bäumler daneben liegt, das haben wir ja nicht gesehen. Das ist ja nur unsere Fantasie. Ja, ja. Dazu müsste man eigentlich diese Szene noch mal sehen, in welche Richtung die Tür aufgeht. Die Tür geht nach innen da auf. Ja, aber nach links oder nach rechts? Ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Aber wer hat einen Schlüssel für dieses... Das hatte eben, also eigentlich die Verlobte. Ja. Wurde ihr geklaut? Wurde ihr von der Tante gestohlen. Ja. Richtig. Ihr habt diesen Schlüssel. Genau aufgepasst, ja. Und dennoch, ich meine, die Tür war ja nun mittlerweile, also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute da alle reingegangen sind. Ja, nicht? Taubenschlag, also, ja. Das ist wie ein Taubenschlag, genau. Ja, aber es wurde auch gesagt, die Tür ist nur von innen zu öffnen. Außer man hat einen Schlüssel. Ja. Du kannst nicht wie bei einer, wie bei einem Handgriff sagen, so, ich will mal schnell zu meinem Freund, dem Tänzer, und machst die Tür auf. Das geht nicht. Schlüssel hat Schlüssel aber nur die Frau. War das nicht zur Ballettschule, der Schlüssel? Nein, nein. Ja, dann würde die Mutter noch den Schlüssel haben. Ich meine, die Mutter ist mir auch nicht so ganz geheuer. Ja, was wollte ich gerade sagen? Sie ist mir auch nicht ganz geheuer. Aber die wird nicht ihren Sohn aufbringen. Nein, aber sie ist eigentlich nur dargestellt, und ich vertraue ja immer der Regiekunst des Meisters, dass er schon mit durchschimmern lässt, ist es Verstellung. Denn das war am Anfang ganz klar, dass er mit dem Buch, da hat er so glänzend gespielt, dass einer, der genau hinguckt, hat, der spielt dem Kommissar den Diebstahl des Buches vor. Mhm. Nee? Mhm. Also, und wenn man das auf die anderen Schauspieler überträgt, ist mir die Mutter über den Schmerz des Todes ihres Sohnes eigentlich nur wütend auf die anderen. Aber es ist nicht der Schmerz einer Mutter, die feststellen muss, mein Sohn ist umgebracht worden. Genau wie bei der Verlobten. Machen wir mal einen Redaktionszwischenschluss. Ja. Ganz klipp und klar, verehrte Heidrun von Gössel, wer darf es denn sein nach Ihrer Meinung? Wer muss es sein? Wen? Wir müssen jetzt einen Namen nennen. Ja. Yes. Also ich bin immer noch der Meinung, das sei die Tochter Foucheret. Und, Willen? Ich meine, es ist Foucheret. Meine Damen und Herren, Sie zu Hause haben, glaube ich, jetzt auch noch Muße gehabt, sich gehörig in die Haare zu bekommen, beziehungsweise wirklich dem Täter auf die Spur. Gucken wir uns doch mal an, wer es nun wirklich war. Tragen Sie einen Revolver bei sich? Jeden Tag habe ich diese Frage gelesen. Und jetzt, wo ich vielleicht einen brauchte, es kann nämlich sein, dass Sie mich erschlagen werden, wenn ich Sie auf die winzige Kleinigkeit aufmerksam mache, die Sie selber hätten bemerken sollen. Sie lag schon ganz am Anfang unserer Untersuchung. Daraus folgt, dass die Herrschaften, die sich zu spät vor ihr Fernsehgerät gesetzt haben oder noch dabei waren, die letzten Nachrichten der Tagesschau zu diskutieren, diese Kleinigkeit vielleicht versäumt haben. Also, passen Sie gut auf. Das ist das Labor von Monsieur Fougeret. Mhm. Also, wenn Sie mich fragen, ich glaube, da hat sich jemand einen üblen Scherz mit Ihnen erlaubt. Frag Sie aber nicht. Oder ist das auch ein Scherz? Scherben. Donnerwetter. Was ist denn da passiert? Wo haben Sie Ihr Telefon? Im Zimmer nebenan. Mhm. Die Tür geht nicht auf, da klemmt irgendwas. Lassen Sie mich machen. Gibt es noch eine andere Tür, dass jemand reinkommt? Nein, nur die hier. Soll ich mal mit Gewalt? Ja, aber seien Sie vorsichtig.
Polizei! Machen Sie schnell! Schnell! Ich bin verletzt, Mann! Man hat mich... Objak! Objak! Hallo? Wer ist dort? Polizei? Nein, ich habe nicht angerufen. Ja, hier ist Madame Robiak. Das ist doch unmöglich. Vielleicht ein dummer Scherz. Aber nein, mein Mann ist nicht hier, er ist in seinem Labor. Das ist das Labor von Monsieur Fougeret. Also wenn Sie mich fragen, da hat sich sicher jemand einen üblen Scherz mit Ihnen erlaubt. Ja, ich frage Sie ja nicht. Oder ist das auch ein Scherz? Scherben. Donnerwetter. Was ist denn da passiert? Haben Sie ein Telefon? Im Zimmer nebenan. Die Tür geht nicht auf, da klemmt irgendwas. Lassen Sie mich mal. Gibt es noch eine andere Tür, durch die man rein kann? Nein, nur die hier. Soll ich mal? Mit Gewalt? Ja, aber seien Sie vorsichtig. Genügt das? Kommen Sie, Sie sind schlanker. Na, was ist? Augenblick. Da liegt ein Mann. Das ist Monsieur Robiak. Ist er tot? Bin ich ein Doktor? Hier bitte. Madame Robiak? Ja, es ist sehr schön. Er ist noch immer im Schock. Die Verletzung ist hoffentlich nur äußerlich. Und wird es lange dauern? Das lässt sich im Moment noch nicht feststellen. Darf ich ihn sehen, ja? Bitte, bitte. Aber... Ja, ich weiß. Und genauso hat er gelegen? Ja. Ganz genau. Ausgestreckt, das Telefon war abgenommen. Es sah tatsächlich so aus, als ob er tot wäre. Gut, danke. Um wie viel Uhr war das? Das Überfallkommando hat den Anruf kurz nach 12 registriert. 12:09 genau. Richtig. 12:09. Die Kollegen haben gleich die Adresse rausgesucht, haben bei ihm zu Hause angerufen. Seine Frau hat uns dann hierher geschickt. Es war kurz nach 12:30, als wir hier eintrafen. 5 Minuten nach 12:30, genau. Ja. 12:05 hat uns der Laborwärter geöffnet und da sahen wir die Bescherung. Ich sagte schon zu Inspektor Janot, nach meiner Meinung hat Monsieur Robiak den Dieb überrascht. Der hat ihn niedergeschlagen und ist entflohen. Was denn für ein Dieb? Von Diebstahl höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, das ist die Eigenheit unseres Berufschefs, dass man alles irgendwann zum ersten Mal erfährt. Also Monsieur... Fougeret. Ja, Monsieur Fougeret hat als erster den Diebstahl bemerkt, als er hierher kam, so um 2 Uhr. So, Monsieur Fougeret. Und wer ist das bitte? Der Herr, der im Nebenzimmer wartet. Sie haben ihn gesehen. Ja, ist der Direktor hier. Ich denke, Monsieur Robiak ist der Chef. Monsieur Robiak heißt der Verletzte. Ja, deshalb kann er ja trotzdem der Chef sein. Ja, ist es aber nicht. Monsieur Robiak ist hier der geschäftsführende Direktor. Das Ganze ist hier wie ein Familienunternehmen. Ja, die beiden Herren sind verschwägert. Monsieur Robiak besorgt das Finanzielle und Monsieur Fougeret leitet die eigentlich pharmazeutische Forschung. Ja, er ist Wissenschaftler. Naja, das habe ich ja alles begriffen, aber was ist denn eigentlich gestohlen worden? Ein Heft. Ein Heft? Was für ein Heft? Das habe ich mich auch schon gefragt. Es muss ein besonderes Heft sein. Millionen wert. Naja, selbstverständlich. Na gut, ich danke Ihnen. Ja, also, ich möchte den Fall nicht übernehmen, Herr Kommissar. Das brauchen Sie auch nicht. Wir haben ja Gott sei Dank einen großen Stab von Mitarbeitern. Und vor allem habe ich Monsieur Janot. Wir haben das Personal schon verhört. Den Laborwärter. Er ist im Moment der einzige Zeuge, der etwas auszusagen hat. Er bleibt immer über Mittag hier, um den Laden zu bewachen. Könnten Sie sich etwas genauer ausdrücken? Aber natürlich. Über Mittag, das bedeutet zwischen 12 und 2. Er hat seinen Platz unten an der Tür.
Dann muss der Täter also an ihm vorbeigekommen sein. Ja, müsste er. Ist er aber nicht, sagt der Laborwärter. Wir wollen Sie ihn sehen. Ach, das wäre schön, ja. Ich hole ihn. Herr Kommissar? Ja, bitte. Wenn ich mich nicht täusche, leiten Sie die Untersuchung? Sie täuschen sich nicht, ich leite. Ich bin Mademoiselle Artel, die erste Laborantin. Ich hätte Ihnen etwas zu sagen. Das ist gut, Mademoiselle, aber ich möchte zuerst Monsieur Fougeray sprechen. Ich komme dann sofort zu Ihnen. Wenn Sie meinen, dass das wichtiger ist. Bitte. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier der Chef sind, sonst hätte ich mich gleich mit Ihnen unterhalten. Ja, ich bitte Sie, das ist doch jetzt vollkommen unwichtig. Ich bin fertig. Ich bin vollständig ruiniert. Ja, ja, man hat mir gesagt, der Verlust des Heftes sei für Sie eine Katastrophe. 3 Jahre Arbeit umsonst. Völlig umsonst. Und was den finanziellen Verlust für unser Haus anbelangt, also das wage ich gar nicht nachzurechnen. Ich verstehe immer noch nicht, was stand denn nun eigentlich in dem Heft? Ich habe es doch bereits gesagt. Meine Forschungsergebnisse der letzten 3 Jahre. Ich habe ein thrombolytisches Produkt erfunden, das die Eigenschaft hat, die Gerinnsel aufzulösen, ohne dass sich das Blut verändert. Oder, um es volkstümlich zu sagen, ein Mittel gegen den Herzinfarkt. Endlich. Ein todsicheres Mittel sozusagen. Ja, jetzt brauche ich mindestens 6 Monate, um meine Notizen zu rekonstruieren. 6 Monate! Das ist unser Ruin! Denn Sie können sich denken, dass die Konkurrenz nicht schläft. Wer das Medikament als Erster auf den Weltmarkt bringt, hat gewonnen. Und Sie wären der Erste gewesen. Ja, natürlich, das ist es ja gerade. Sie glauben also, dass irgendein Konkurrent das Heft gestohlen hat? Ja, kann denn ein Fremder überhaupt mit Ihren Notizen arbeiten? Ja, das kommt darauf an. Ein Spezialist schon. Wenn noch eine große Firma dahinter steht, also es handelt sich um ein Millionenobjekt. Ich persönlich bin davon überzeugt, die Amerikaner beispielsweise, die würden ein Vermögen dafür ausgeben, in den Besitz meiner Unterlagen zu kommen. Und verdächtigen Sie irgendjemanden von Ihrem Personal? Es muss ja schließlich nicht der Spezialist selber sein, der das Heft stiehlt. Nein, ich habe keinen Verdacht, sonst hätte ich das Heft ja eingeschlossen. Wo lag es genau? Hier, auf meinem Schreibtisch, als ich zum Essen ging. Und ist nach ihm noch jemand hier gewesen? Nein, niemand. Ich verlasse das Labor immer als Letzter. Oh, Verzeihung. Dann komm doch herein. Monsieur? Meine Tochter Claudine. Mademoiselle? Papa, ich habe gehört, was passiert ist. Chef, kommen Sie einen Moment. Ja. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Da ist der Laborwärter. Ah ja, der nichts gesehen hat. Genau. Und dann hat er auch vergessen, mir etwas zu erzählen, oder? Was denn? Also, ich habe keine Schuld. Ich kann eben kaltes Essen nicht vertragen. Na und? Na ja, deswegen bringe ich jeden Morgen mein Essgeschirr zum Wärmen in das Restaurant da drüben. Und jeden Mittag bringt mir es die Kellnerin wieder. Immer pünktlich um 12. Nur heute nicht. Na ja, da bin ich eben selber rübergegangen in das Restaurant. Und da ist er dann auch eine Viertelstunde geblieben. Aber nur eine knappe Viertelstunde. Nur eine knappe Viertelstunde. Und in dieser Zeit konnte jeder hier unbemerkt rein und rausgehen. Ja. Ja, aber das konnte ich doch nicht wissen. Ich bin doch sonst immer... Oh. Hätte ich es nur kalt gegessen. Ja, das wäre besser gewesen. Danke. Bitte rufen Sie die Klinik an. Ich muss wissen, wann wir den Verletzten vernehmen können. Natürlich, Chef. Und wenn Monsieur Robiac seinen Angreifer erkannt hat und uns dann die Adresse gibt, dann können wir morgen in der Zeitung lesen, wie fabelhaft wir wieder... Verzeihung. Ich meine natürlich, wie fabelhaft Sie wieder gearbeitet haben. Chef, ich eile zum Telefon. Sie wollten mich sprechen, Mademoiselle? Ja, wenn Sie jetzt Zeit haben. Aber unter 4 Augen, bitte. Ach so. Bitte werden Sie uns allein lassen, meine Damen. Also erst einmal müssen Sie wissen, dass ich seit 15 Jahren in diesem Hause arbeite. Ich sage das nur, um Ihnen zu zeigen, wie sehr ich an dieser Firma hänge. Na, das will noch nichts besagen, Mademoiselle. Sehen Sie, ich arbeite schon 25 Jahre in meiner Firma und ich... Ja, lassen wir das. Vor etwa 14 Tagen kam ich mit meinem Hund aus dem Labor. Ich wollte nach Hause gehen. Da sprach mich ein Herr an. So? Ja, wirklich ein Herr. Er führte einen Cocker spazieren. Wir sprachen über Hunde. Na, kurz und gut... Er lud mich zu einem Aperitif ein. Bis dahin war alles ganz normal. Ja, so muss man es schon nennen. Aber kaum hatte er etwas zu trinken bestellt, da kam unsere Unterhaltung auf ein falsches Gleis. Ich wette, Sie werden es nicht erraten, was er von mir wollte. Tja, was könnte das gewesen sein? Sehen Sie, Sie können es nicht erraten.
Er hat mir Geld angeboten. Geld? Oder war es doch kein Herr? Nein, nicht was Sie denken, Herr Kommissar. Ich sollte das Geld bekommen, wenn ich ihm Material über unser neues Mittel gegen den Herzinfarkt liefere. Aha. Bitte erzählen Sie weiter. Dieser Mensch verlangte von mir, dass ich jeden Freitagabend das Heft mit den Aufzeichnungen aus dem Labor mitnehmen sollte und er wollte dann eine Kopie anfertigen. So ein Herr mit eigenartigen Manieren. Ich habe dieses Angebot natürlich abgelehnt. Außerdem habe ich sofort Monsieur Fougeret von meinem Erlebnis berichtet. Und hat er sich Ihnen vorgestellt, ich meine der Fremde? Nein, seinen Namen hat er nicht genannt. Er sagte nur, dass er auf Rechnung von Monsieur Larnaud Ruffet arbeite. Larnaud Ruffet? Wer ist das? Das ist einer der größten Fabrikanten pharmazeutischer Produkte hier in Paris. Wie sieht er aus? Monsieur Larnaud Ruffet? Nein, Ihr Fremder. Ich meine, haben Sie irgendein besonderes Merkmal an ihm festgestellt? Ich habe ihn doch nur ein einziges Mal gesehen. Na ja, immerhin. Hallo, Chef. Was ist? Er hat das Bewusstsein wiedererlangt. Aber der Medizinmann meint, es wäre besser, mit dem Verhör noch zu warten. Das sei klüger. So, meint er. Hopp. Hopp. Monsieur Larnaud Ruffet, mein Name ist Bernard. Ja, wollen Sie gegen mich antreten? Das kann schon dabei rauskommen. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ach ja, richtig, natürlich. Mein Sekretär hat Sie mir angekündigt. Ich dachte schon, Sie sind ein wirklicher Gegner. Interessieren Sie sich auch für das Schießen? Nicht als Sport, Monsieur. Ach ja, richtig. Bei Ihnen gehört das ja sozusagen zum Beruf. Apropos, als Berufsdetektiv können Sie doch unmöglich diese billige Kriminalstory geglaubt haben. Agententätigkeit zwischen konkurrierenden Laboratorien. Das heißt, bei unserer Polizei weiß man ja nie, was ihr glaubt und was ihr nicht glaubt. Genauso ist es, Monsieur Larnaud. Kurz und gut, sollte Ihre Vertrauensperson, diese sogenannte Dame, weiterhin direkt oder indirekt solche oder ähnliche Gruselgeschichten über mich verbreiten, so werde ich Sie anzeigen. Wegen Übernachrede und Verleumdung. Vielleicht bekommen Sie dann den Fall, Kommissar. Guten Tag. Hopp! Es ist Besuch für Sie, der Chef. So, wer denn? Die Witwe. Ich habe sie in Ihr Büro gelassen. Welche Witwe? Na, die Frau des Opfers. Was, Monsieur Robillac ist tot? Ja, natürlich, ich... Wieso, ist er nicht? Nein, er ist nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass sie gar keine Witwe ist, hätte ich sie natürlich nicht in Ihr Büro gelassen, Chef. Aber ich bitte Sie, Madame, bleiben Sie doch sitzen. Warten Sie schon lange? Nein. Ich komme gerade aus der Klinik. Wie geht es Ihrem Gatten? Sie erlauben. Der Arzt ist sehr zuversichtlich. Na, wunderbar. Übrigens, mein Mann hat mit mir gesprochen. Und, hat er seinen Angreifer gesehen? Ja. Kennt er ihn? Mhm. Großartig. Wer ist es? Sein Sohn. Ihr Sohn? Ich sagte sein Sohn. Mein Mann hatte vor unserer Hochzeit ein Kind. Einen Jungen, der jetzt 25 Jahre alt ist. Leider hat seine Mutter ihn nicht sehr gut erzogen, aber was er jetzt getan hat, hätte ich ihm nie zugetraut. Wissen Sie, wo er wohnt? Wohnen ist nicht der richtige Ausdruck. Ich würde vielmehr sagen, er kampiert in dieser Tanzschule, die seine Mutter leitet. Hallo, Janot. Sie sind doch ein musischer Mensch und verstehen auch was von Tänzerinnen, behaupten Sie jedenfalls. Besuchen Sie doch mal den jungen Robillac. Er heißt nicht Robillac. Augenblick, er heißt nicht Robillac. Er trägt den Namen seiner Mutter, Nuschkin. Serge Nuschkin. Hallo? Janot? Ja, wo sind Sie denn? Hier, Chef. Wie immer, wenn Sie mich brauchen. Das halte ich allerdings für stark übertrieben. Immerhin, das ist mein Mitarbeiter, Monsieur Janot, Madame Robillac. Madame. Der Inspektor wird sich um diesen Serge kümmern. Und sagen Sie ihm, dass sein Vater bereit ist, die ganze Angelegenheit zu vergessen, wenn er wieder das herausrückt, was er mitgenommen hat. Das ist leider nicht möglich, Madame, weil in diesem Fall bereits ein öffentliches Interesse vorliegt. Darüber hinaus würde es mich wundern, ihm dies mitteilen zu können. Ich kann mir nicht denken, dass er zu Hause sitzt und auf mich wartet.
Was ist denn los? Immer diese Störungen. Guten Tag, Mademoiselle. Ich bin entzückt, Sie zu sehen. Das Vergnügen ist einseitig. Was wünschen Sie, Monsieur? Monsieur Serge Nuschkin. Da haben Sie schon wieder Pech. Er ist nicht da. Aber er wohnt doch hier. Ja, das heißt, er schläft hier. Mit wem? Ich meine, wo ist sein Zimmer? Was denken Sie denn? Ja, ich denke immer daran. Verzeihung, ich vergaß mich, ihn vorzustellen. Polizei. Aber jetzt möchte ich wirklich sein Zimmer sehen. Da drüben. Sie begleiten mich doch. Ja, natürlich. Und zwar sehr gern, wollten Sie hinzufügen. Ich wette, dass er nicht zu Hause ist. Ja, und ich nehme keine Wetten an. Sehen Sie, er ist nicht da. Davon möchte ich mich gern selbst überzeugen. Sie haben recht. Der Vogel ist tatsächlich ausgeflogen. Aber ohne Koffer wird er wohl nicht abreisen. Ich werde auf ihn warten. Mein Gott. Ich fürchte, Sie werden heute nicht mehr viel zum Probieren kommen. Ich bin sehr neugierig. Und hab eine Menge Fragen. Fangen wir doch gleich bei Ihnen an. Wann sind Sie heute gekommen? Ungefähr vor einer halben Stunde, so gegen 4. Und wer war als Erster hier? Wir drei. Alle zusammen? Ja. War jemand hier? Nein. Niemand. Also war die Eingangstür offen? Nein, die Hausmeisterin hat mit ihrem Schlüssel geöffnet. Und seit Sie alle hier sind, ist da jemand gekommen? Nein. Was ist denn hier los? Das ist Madame Nuschkin. Wer sind Sie denn bitte? Wo ist Serge? Bitte. Madame, bitte gehen Sie nicht hinein. Nun ist sie doch reingegangen. Gar nicht weiter zu suchen. Wir haben nämlich auch nichts gefunden. Keine Spur von dem berühmten Heft. Mit anderen Worten, der Mörder hat auch das Heft gestohlen. Oder wahrscheinlicher, er hat den Mord überhaupt nur begangen, um das Heft heranzukommen. Ja, wenn man nicht nachdenkt, sieht das so aus. Ach, und Sie haben nachgedacht? Ja, natürlich, Chef. Ich finde, dass dieser Mord hier verdammt nach einem Selbstmord aussieht. Weil die Pistole neben der Leiche lag? Hätte ich mir denken können, dass Sie darauf reinfallen. Nein, nein, es ist nicht die Lage der Pistole. Ihr Besitzer macht mich stutzig. Die Waffe gehörte nicht ihm, dem Toten. Wahrscheinlich wollte er sich verteidigen, aber sein Gegner war schneller. Wenn ich einmal ausreden dürfte. Aus dieser Pistole wurde eine Kugel abgefeuert und durch eine Kugel wurde er getötet. Also ist doch immerhin möglich, dass der Erkennungsdienst uns die Zusammenhänge genau erklärt. Ist doch ungewöhnlich, dass jemand seinen Koffer packt, um wenig später Selbstmord zu begehen. Es sei denn, er brauchte Wäsche zum Wechseln auf der Reise ins bessere Jenseits. Ja, da ist was dran, Chef. Gucken Sie das mal an. Ja, das ist er doch. Ja, und nehmen ihm Sie. Wer Sie? Claudine, die Tochter von Fougeret. Ah ja. Apropos, er hatte einen in der Tasche. Was hat er? Er hat einen Fotoapparat in der Tasche, 24x36, in der Jackentasche. Ach, und das finden Sie so sonderbar? Entschuldigen Sie, Chef. Ich hätte Sie nicht hören mögen, wenn ich Ihnen erklärt hätte, dass dieser Apparat in der Tasche des Jungen durchaus nicht sonderbar ist. Auf jeden Fall lasse ich den Apparat untersuchen. Gut. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wann das hier passiert ist? Ja, vermutlich zwischen 11:45 hat Madame Nuschkin das Tanzstudio verlassen und 4:00, da sind die Tänzer zur Probe gekommen, aber das habe ich ja schon erzählt. Wie sind die denn reingekommen? Ja, die Hausmeisterin hat ihn geöffnet. Hat die sonst noch jemand reingelassen? Nein, ich glaube nicht. Sie sollen nicht glauben, Sie sollen fragen. Was denken Sie sich eigentlich? Ich lasse nicht jeden x-beliebigen rein. Nur die mir Madame Nuschkin angibt und damit basta. Wer bitte? Ach so, Sie wollen mir auf Ihre liebenswürdige Art mitteilen, dass Sie nichts, aber auch gar nichts gesehen haben. Und einen Schuss am frühen Nachmittag haben Sie natürlich auch nicht gehört. Genau. Erstens habe ich ein Kind, das brüllt. Zweitens ein Radio, was das Gleiche macht.
Und drittens höre ich überhaupt nur Sachen, die ich hören will. Also schön. Wenn Sie schon nicht sehen und hören können, beziehungsweise wollen, vielleicht können Sie mir doch dann wenigstens sagen, wann er nach Hause gekommen ist. Mrs. Herr? Ja, ja, wer denn sonst? Nein, habe ich nicht gesehen. Das heißt, ein junger Mann hat nach ihm gefragt. Das muss so kurz nach 12 gewesen sein. Aha, und wie sah er aus? Jetzt fangen Sie schon wieder an. Er hat mich nicht interessiert. Warum soll ich ihn also angucken? Fragen Sie doch Madame Nuschkin. Die wird sich ganz bestimmt erinnern. Madame, bitte sagen Sie es uns. Ist er vielleicht ein Freund Ihres Sohns? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es doch nicht. Was, Sie kannten ihn gar nicht und haben ihn trotzdem reingelassen? Und nicht nur das, Sie ließen ihn auch noch allein? Serge hatte mir gesagt, dass er jemanden erwartet und ich sollte ihn bitten, einen Augenblick zu warten. Ich selber musste weg. Und hat der junge Mann ihn vielleicht seinen Namen genannt? Versuchen Sie bitte, ihn zu beschreiben. Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe. Ich flehe Sie an, lassen Sie mich in Ruhe und gehen Sie. Hören Sie, Madame, dieses Gespräch ist für Sie genauso wichtig wie für uns. Es ist durchaus möglich, dass dieser Besucher der Mörder Ihres Sohnes ist. Den Mörder meines Sohnes, den kenne ich. Was? Ich hatte es Serge gesagt. Ich habe es ihm immer wieder gesagt. Das sind keine Menschen. Verbrecher sind das. Die kennen nichts als ihr verfluchtes Geld. Eines Tages wird er dich umbringen. Von wem sprechen Sie eigentlich? Von Fougeray, natürlich. Was? Monsieur Fougeray? Es war seine letzte Chance, ihre Heirat zu verhindern. Serge und Claudine wurden zusammen fort gegen den Protest ihrer Eltern. Protest. Sie haben gelogen und verleugnet. Sie haben alles getan, um die beiden zu trennen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Da haben sie ihn umgebracht. Sie haben ihn ermordet. Madame, ich begreife Ihre Erregung, aber ich fürchte, die Realitäten sind anders. Ganz anders. Ihr Sohn war es, der seinem Vater wertvolle Unterlagen gestohlen hat und ihn dann auch noch niederschlug. Sie lügen! Es ist nicht wahr. Sie lügen alle. Madame, Monsieur Robillard hat ihn gesehen. Er lügt auch. Und wie er lügt. Er hat seinen Sohn nie geliebt. Er will mich quälen. Er will mich vernichten. Er hat mir nie verziehen, dass ich dieses Kind geboren habe. Haben Sie denn gesehen, dass Ihr Sohn das Labor erst mitnahm, als er flüchtete? Sie meinen Serge? Ja, oh. Natürlich. Dankeschön. Was ist denn? Sagen Sie mir jetzt nicht, dass sein Sohn tot ist. Er hat keine Ahnung. Gut, dass Sie mir das jetzt schon sagen. Was gibt es denn, Herr Kommissar? Ach, die Schwester hat mir nur gesagt, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Was hat denn nun mein Sohn mit der ganzen Geschichte zu tun? Wie kommen Sie überhaupt auf ihn? Aber ich bitte Sie, Monsieur, Sie haben doch Ihrer Frau erzählt, dass es Ihr Sohn war, der Sie überfallen hat. Was? Was soll ich gesagt haben? Niemals. Also gut, schön, ich bin einige Zeit ohne Bewusstsein gewesen. Und vielleicht habe ich da Sachen gesagt, die... Ich meine, ich weiß nicht, was ich da alles erzählt habe, aber mein Sohn Serge, das ist grotesk. Der Mann, der mich niedergeschlagen hat, der sah ihm ähnlich. Figur und so. Das ist alles. Ich meine, ich habe den Mann nie gesehen. Ich kenne ihn gar nicht. Ich glaube, ich würde ihn auch gar nicht wiedererkennen, wenn man ihn mir gegenüberstellt. Ja? Er ist eben gekommen. Bitte bleiben Sie immer bereit. Für Sie, mein Herr. Ich habe seinen Namen nicht verstanden, aber ganz schön frech. Dann weiß ich schon, wer es ist. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich hier anzurufen? Das habe ich den Anrufer auch gefragt. Welchen Anrufer? Den Anonymen, von dem ich Ihnen berichten wollte. Also jemand behauptet, er habe Monsieur Fougeray gegen 12:30 ganz in der Nähe des Tanzstudios gesehen. Genauer gesagt, in dem Place Clichy. Hm? Nein, eine Frauenstimme. Ja, ich sagte... Hallo? Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Und wo waren wir stehen geblieben? Auf der Tatwaffe wurden lediglich die Fingerabdrücke des Opfers festgestellt. Da, sehen Sie, eine ganze Reihe. Alte und neue. Also wurde die Waffe nicht abgewischt, bevor man sie mir in die Hand gab? Was meinen Sie? Ach so, Sie denken an den klassischen Versuch, einen Mord als Selbstmord zu tarnen. Genau das, es war nämlich gar kein Selbstmord. Und warum nicht? Kein Mensch packt erst seinen Koffer und bringt sich danach um. Es sei denn,
Er wollte Wäsche zum Wechseln mitnehmen in eine andere Welt. Na bitte, das ist richtig. Darauf wäre ich nicht gekommen. Schönes Auto haben Sie, Madame. Und wirklich nicht zu übersehen. Sie haben sich doch sicher nicht hierher bemüht, um mir das zu sagen. Übrigens vielen Dank, dass Sie das Verdeck geschlossen haben. Nicht der Rede wert. Ihr Dienstmädchen hat mir am Telefon gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Und was ich Ihnen zu sagen habe, ist sehr kurz. Sie haben mich angelogen. Wie bitte? Ich habe wohl nicht recht. Dann wiederhole ich es. Sie haben mich angelogen, als Sie behaupteten, dass Ihr Gatte Ihnen gesagt hätte, es wäre sein Sohn gewesen, der ihn niedergeschlagen hat. Und die Tatsache, dass wir das bewusste Heft in seiner Wohnung nicht gefunden haben, verstärkt diese Version. Stärkt diese Version? Was heißt denn das? Versichere ihn? Nein, ich schwöre Ihnen. Er hat mir gesagt, dass es Serge war. Ich wollte es doch selbst kaum glauben. Dann geht es mir genau wie Ihnen, Madame. Auf Wiedersehen. Ah, Monsieur Fougeré, schön, Sie hier zu treffen. Ja, ich habe nur Madame hier, ich meine... Und ich meine, dass zwischen dem Diebstahl Ihrer Unterlagen und dem Tod des jungen Serge kein Zusammenhang besteht. Dabei interessiert mich, wo waren Sie gestern Mittag zwischen 12 und 1 Uhr? Ich? Ja, Sie. Um 1 Uhr habe ich zu Mittag gegessen. Zwischen 12 und 1? Ja, da habe ich meinen täglichen Spaziergang gemacht. Und sind Sie dabei zufällig über den Place Clichy gekommen? Warum fragen Sie mich das? Weil das die Gegend ist, in der Serge ermordet wurde. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie mochten den Jungen nicht sehr. Mein Gott. Immerhin wollte er Ihre Tochter entführen. Da ist es doch denkbar, dass Sie ihn zwischen 12 und 1 einen kleinen Besuch abgestattet haben. Ja, es stimmt. Ich wollte diese Heirat nicht. Ich hatte sehr ernste Gründe dafür. Welche? Ja, jemand hatte mich über die wahren Heiratsmotive meines Schwiegersohns ins P informiert. Kapiert? Nicht so leicht. Ja gut, Jungs, dann gleich nochmal. 2 vor B, bitte. Und... Schluss für heute. Morgen um 10 Uhr Probe für alle, ja? Ein Glück, dass die Goldmarie aufgetaucht ist, sonst hätte er noch die ganze Nacht durchprobiert. Zufrieden? Du, es läuft wirklich. Ich habe ganz vergessen, dass es schon so spät ist. 10 Minuten. Ich zieh mich nur schnell um, ja? Ich warte unten auf dich. Gehen wir zum Bowling? Bist du mit dem Wagen da? Ja. Gut. Serge. Ja. Ich kann nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Du musst dich entscheiden. Sie oder ich. Du hast immer noch nicht kapiert. Du musst auf die 1 des 8. Taktes einsetzen. Serge, ich habe dich etwas gefragt. Danny, nun fang doch nicht schon wieder an. Ich dachte, zwischen uns ist alles klar, oder? Nein, Serge. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Du musst dich entscheiden. Jetzt und hier. Na gut. Du willst es also wissen. Dann entscheide ich mich für sie. Danny. Ich dachte, du liebst mich. Ich meine, willst du nicht, dass ich Karriere mache? Natürlich will ich das. Na bitte. Ich habe Talent und habe Ideen, aber ein eigenes Ballett kostet Geld, Danny. Und dieses Mädchen hat das Geld. Und jetzt kommst du und verlangst von mir, dass ich mir diese Gelegenheit entgehen lasse. Ich habe es dir doch versprochen. Ich mache eine ganz große Tänzerin aus dir. Aber um das zu erreichen, muss ich mich opfern. Verstehst du das? Wenn mein Vater Ihnen die Geschichte so erzählt hat, bitte. Ich glaube ihm jedenfalls kein Wort. Mademoiselle,
Kommen Sie herein. Bitte nehmen Sie Platz. Bekannt zu machen, brauche ich die Damen wohl nicht. Mademoiselle, Sie waren es doch, die vor etwa 8 Tagen bei Monsieur Fougeré war und gegen die bevorstehende Heirat Ihres Liebhabers Serge mit dieser jungen Dame, sagen wir mal, intrigiert hat. Stimmt das? Ja. Und welches Ergebnis hatte Ihre Unternehmung? Serge hat mich geohrfeigt. Warum? Nun ja, weil ich all das erzählt habe. Und woher hat er das erfahren? Durch seine... Ich höre. Mademoiselle hat ihm eine furchtbare Szene gemacht. Ach. Und ich habe gedacht, Sie glaubten von der ganzen Geschichte kein Wort. Und dann eine Szene. Sie lügt doch. Schön, ich habe ihn gefragt. Und er sagte mir, dass dieses Mädchen lügt. Damit war der Fall für mich erledigt. Und überhaupt, was soll das alles noch jetzt? Ja? Kann ich mal die kleine Tänzerin an den Apparat haben? Dienstlich natürlich. Ja, ich möchte so gern ihre Stimme hören. Ja, und wenn Sie den zweiten Hörer nehmen, werden Sie erstaunt sein, wie sie reagiert. Ach bitte, Mademoiselle, mein Mitarbeiter möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Ja? Ihr Name, bitte. Meinen Namen? Aber wieso, den kennen Sie doch. Daniel Marion. Und Ihre Adresse? Geburtsort? Datum? Was haben Sie eigentlich gestern gegen 12:30 an dem Place Vichy gemacht? Sie waren doch dort, um Monsieur Fougeret zu treffen, oder? Vielleicht wollen Sie lieber im Nebenzimmer sprechen. Kommen Sie mit. Und ich? Kann ich jetzt gehen? Augenblick, ich komme gleich wieder. Der anonyme Anrufer waren also Sie. Nicht sehr schön, aber naja. Dann können Sie uns wenigstens genau sagen, wo Sie Monsieur Fougeret gesehen haben. Ich weiß nicht. Was heißt das, Sie wissen nicht? Ich weiß nicht, ob er es wirklich war. Ich hatte Angst. Angst wovor? Nach dem Tod von Serge wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte. Ich hatte Angst, dass ich an allem schuld war, wegen der Geschichte, die ich Monsieur Fougeret erzählt hatte. Da habe ich mir gedacht, dass ich etwas unternehmen müsste. Ja, und dann haben Sie hier bei uns angerufen, anonym natürlich, und uns erzählt, dass Sie Monsieur Fougeret gesehen hätten. Ich bin aber gar nicht sicher, dass es war. Und... Und Sie werden natürlich immer unsicherer, ich verstehe. Was hatten Sie eigentlich um diese Zeit am Place Clichy zu tun? Ihre Probe begann doch erst um 4 Uhr. Erstaunlich. Wirklich ganz erstaunlich. Umso mehr, als Sie mir doch eben erklärt haben, dass Sie nicht vor 3:30 aus dem Haus gegangen sind. Nun, wir hören. Ich war in einem Café. Ich habe gewartet. Gewartet? Auf wen? Auf Serge. Waren Sie verabredet? Nein. Nein? Ich wusste, dass er dort öfter hinkam, um zu telefonieren. Ich musste mit ihm sprechen. Er sollte mir verzeihen. Ich wollte ihm sagen, dass ich mit allem einverstanden bin. Aber dann ist er nicht gekommen. Und nun werde ich ihn nie wiedersehen. Nie mehr. Gut, nehmen Sie Protokoll auf. Entschuldigen Sie bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig. Sie behaupten also, Ihr Verlobter habe Sie davon überzeugt, dass alles gelogen war, was diese junge Dame gegen Sie vorgebracht hatte. Ja, das behaupte ich. Aber Sie haben nicht versucht, Ihren Vater umzustimmen. Wieso umzustimmen? Nun, ich nehme doch an, dass er sich nach all diesen Vorfällen Ihren Heiratsabsichten widersetzt hat. Das hat er schon vorher. Seit wann? Seit etwa einem Monat. Ich glaube, Pierre, wir haben beide Wichtigeres zu tun. Das will ich stark hoffen, dass ihr wichtigere Dinge zu tun habt. Ihr, meine besten Angestellten. Ich darf euch doch heute so nennen, ach, oder? Madeleine, warum musst du eigentlich immer wieder betonen, dass... Nein, wirklich, ich bin sehr zufrieden mit euch. Und deshalb möchte ich euch auch etwas Interessantes zeigen. Kennt ihr den da? Das ist doch Serge. Und Claudine. Willst du uns nicht endlich erklären? Ich? Nein. Ich glaube, Pierre ist mir eine Erklärung schuldig. Du hast mir doch versprochen, durch dein freundliches Eingreifen die Angelegenheit zwischen deiner Tochter und seinem Sohn endlich aus der Welt zu schaffen. Du scheinst nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ich konnte einfach nicht. Ich weiß, ihr wollt diese Verbindung nicht, oder richtiger, dir gefällt dieser Heirat nicht, aber Claudine liebt nun einmal den Jungen. Sie liebt diesen Jungen.
als ob sie in diesem Alter schon weiß, was wirkliche Liebe ist. Ich jedenfalls denke gar nicht daran, tatenlos zuzusehen, dass alles, was wir aufgebaut haben, eines Tages durch Claudine an diesem Serge fallen soll. Monsieur Fougeré. Papa, was machst du denn hier? Guten Abend, Madame. Ich glaube nicht, dass es ein sehr guter Abend wird. Mein lieber Serge, ich habe durch Zufall erfahren, dass Sie hier verabredet sind. Bowlingbahn, Volkssport, ja? Ich muss sagen, eine Atmosphäre, die nicht unübel zu Ihnen passt. Jedenfalls viel besser als das Milieu, in das Sie hineinheiraten wollen. Ach, lieber Pierre, sei doch so lieb und sag der Wahl, Monsieur Serge, was du zu sagen hast. Also gut. Sie wissen genau, dass das Haus, die Firma, kurz alles, was wir erreicht haben, durch unsere Familie erarbeitet wurde. Claudine gehört zur Familie, das heißt, sie wird die Erbin sein. Und wenn Sie sie jetzt heiraten, dann werden Sie irgendwann einmal diese Firma leiten. Und das, also das muss ich Ihnen ganz offen sagen, das glaube ich nicht, dass Sie das können. Also scheint es mir am besten zu sein, wenn wir diese Romanze beenden. Eher heute als morgen. Arme Papa. Das hast du aber nicht sehr gut aufgesagt. Was fällt dir ein, Claudine? Ich habe euch einen Entschluss mitgeteilt, einen Entschluss, der unabänderlich ist. Gut. Aber dann habe ich noch eine Frage an dich, verehrte Tante Madeleine. Ja? Bei deinem ausgeprägten Familiensinn solltest du eigentlich mein Geburtsdatum kennen. Was? Das sind ja in 4 Wochen, nicht wahr? 15, 16, stimmt's? Am 16. auf den Tag in 4 Wochen werde ich 21. Sollst dir dieses Datum merken? Es wird mein Hochzeitstag mit Serge. Schön, mein Kind, wie du willst. Nur Geld. Geld bekommt ihr keins. Vielleicht nicht sofort, liebe Tante. Aber eines Tages wirst auch du sterben. Claudine! Komm. Claudine, du bleibst hier. Lass sie gehen. Armer Pierre. Jetzt hast du genau noch 4 Wochen, um mir diese Flausen auszutreiben. Und in 3 Tagen werden sie 21. Ja. Und ich war entschlossen, meine Familie zu verlassen. Ich wollte fort mit Serge. Ich begreife das alles nicht. Sie wollten mit Ihrer Familie brechen, dabei wussten Sie doch ganz genau, dass Ihr Vater in letzter Konsequenz gar nicht gegen diese Heirat war. Mein Vater, was konnte uns das nützen? Bei uns zu Hause, ich meine, die Laboratorien, die Wohnung, das alles gehört meiner Tante und meiner Mutter. Mama lebt das ganze Jahr in Nizza, sie ist krank und so ist es eben Tante Madeleine, die alles entscheidet. Alles und jedes. Und dann ist da noch etwas. Und das wäre Mademoiselle? Serge hatte mir einen Schlüssel zu seinem Studio gegeben und vor 3 Tagen habe ich festgestellt, dass der Schlüssel aus meinem Zimmer verschwunden war. Ich bin ganz sicher, dass meine Tante ihn hat. Herein. Aus dem Labor, Chef. Der Film aus dem Fotoapparat des Opfers. Gut, geben Sie her. Auf dem Film waren nur 3 Aufnahmen. Da sind die Vergrößerungen. Gut, danke. Tja, das ist doch... Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Guten Tag. Ist Monsieur Fougeré da? Nein, er ist ausgegangen. Schön, wer das kann. Und Sie wissen sicher nicht, wann er wiederkommt, nicht? Nun, vielleicht können Sie mir auch helfen. Diese Fotos hier, sagen Sie Ihnen was? Aber, Michelle? Ja? Holen Sie bitte die UV- und ER-Spektren. Madeleine und Yvonne, gehen Sie mit. Das sind ja Seiten aus dem Laborheft. Aus dem gestohlenen? Ja. Wer hat die Aufnahmen gemacht? Der Mann, von dem ich Ihnen erzählte? Wer? Oh, der Mann mit dem Hund. Nein, der ohne Hund. Das sind die letzten Fotos, die Ihr Sohn gemacht hat. Ja, und wenn es so ist. Ich verstehe ihn. Diese Leute haben ihn behandelt wie einen Strolch. Da hatte Serge einen Plan, wie er sich revanchieren konnte. Was war das für ein Plan? Er war neulich für eine Fernsehaufzeichnung in New York. Und da lernte er Leute kennen, die sich genau für das Herzmittel interessierten, das Monsieur Fougeré entwickelt hat. Ach, und da wollte Ihr Sohn die Seiten des Laborheftes fotografieren und sie seinen Auftraggebern in New York aushändigen. Für sehr viel Geld, nehme ich an. Natürlich für Geld. Das ist doch das Einzige, was bei dieser Bande zählt. Das hätte mir Spaß gemacht, die Gesichter von denen hier zu sehen. Und wollte Ihr Sohn, nachdem er alle Seiten des Laborheftes fotografiert hatte, nach New York zurückkehren? Nein. Wieso? Wollte er das Material mit der Post schicken?
Ein Freund von ihm sollte die Fotos mitnehmen. Wer? Er ist Steward bei einer Fluggesellschaft. Und der war gestern um 11:45 hier. Der war es doch, nicht wahr? Sagen Sie es, der war es doch. Wie heißt er? Roger Servoni. Monsieur Servoni! Ja? Inspektor Janot, Kriminalpolizei. Wir möchten.